Ja, Tag auch. Namend, Spielleiter mit Wortfindungsstörungen, Metal hier. Und wir müssen schon trinken. Geht früh los. Hier, auf Trinket. Trinket, auf Trinket. So, Spielleiter mit Wortfindungsstörungen, das Beste, was die Welt je gesehen hat. Willkommen bei den Profis. Nach dem 112. Video schaffe ich es immer noch nicht, irgendwie die Anmoderation richtig zu machen. Herzlich willkommen bei Lurch und Lama. Ich freue mich, dass ihr hier seid heute Abend bei Folge 19 von der Reise nach Ilvarandin. Und wie immer ist die großartigste Crew aller Zeiten dabei, nämlich Dustin aka Trinket, Shiraki, auch genannt Nissa, die Biervernichterin. Dann haben wir noch Mariano als Draxa, der Elefantenfreund. Und Saskia als die zack, zack, kommt mal zur Sache, Kiria. Ja, hier sind wir nicht vorwärts. Wie viele Folgen sollen wir noch drehen? Ja, keine Ahnung. Also, ich sag mal, 20 könnten es noch werden. Ich habe das Gefühl, unter 50 kommen wir nicht weg. Meinst du, noch 50 oder insgesamt 50? Insgesamt 50. Noch. Nehmen wir es uns mal als Ziel. Finde ich ganz gut. Schön, dass wir alle hier sind. Ich freue mich sehr. Wir machen uns heute wieder auf die Reise nach Ilvarandin. Und wie immer, ich habe diesmal sogar vorher die Leute gefragt, ob sie irgendwas anzukündigen haben. Also frage ich diesmal nicht alle. Dustin, du hast was? Ja, ich habe zwei Sachen. Einmal, ich fange mit dem Wichtigeren an, sozusagen. Der liebe Martin von die 20 Sounds, der hat gestern ein Video veröffentlicht, und zwar hat er mich vor einigen Tagen gefragt, er möchte seinen Kanal ein bisschen klarer strukturieren. Er macht ja viel Musik und er macht wirklich tolle Musik, also geht auf jeden Fall mal auf seinen Kanal. Aber er hat gesagt, er bringt seinen YouTube-Algorithmus fürchterlich damit durcheinander, dass da die Spielleiter-Videos dazwischen sind, die er macht. Und ja, dann hat er sich überlegt, okay, das Ganze wird wahrscheinlich etwas besser funktionieren. Vor allem können die Leute dann auch einfach seine Videos durchlaufen lassen und binge-watchen, wenn dann nur noch die Musik kommt. Er möchte die Spielleiter-Videos aber noch machen und hat gesagt, Dustin, hast du nicht Lust, dass ich die bei dir bringe? Und einmal im Monat wird jetzt ein Video von ihm bei mir auf dem Kanal bei Hit Dice erscheinen, vom lieben Martin. Hervorragend. Also, freue ich mich schon mal sehr. Dein Kanal wächst und wächst immer weiter. Alle wollen zu Dustin. Zusätzlicher hoher Besuch. Ja. Ich dachte immer, ich bin ein fürchterlicher Chef. Dass die Leute zu dir wollen, heißt nicht, dass sie schon erkannt haben, wie schlimm du als Chef bist. Ja, okay, das stimmt. Also, ne, das, also, da kann noch was kommen. Das vermittle ich aber auch eigentlich überhaupt nicht. Also, das ist, wenn sind wir gemeinsam ein Team. So, und das Zweite, wo ich heute direkt mal schockverliebt drin war, muss ich euch mal in die Kamera halten. Das habe ich nämlich im besten Shop der Welt bestellt. Mhm. Also das ist endlich angekommen, das wunderbare deutschsprachige Dingens hier. Und es hat eine richtig geile Optik, finde ich, irgendwie mit diesem Metallic-Look da drauf. Und Saskia wird vielleicht gleich schimpfen, weil sie mir schon gesagt hat, das ist im Moment schwer zu bekommen. Aber ja, holt euch das. Ja, toll. Jeden Cent wert. Ja, ja. Also wir haben es nachbestellt, es kommt irgendwann wieder an. Ja, das ist nicht ganz wahr. Also die letzte ist gerade von jemandem erbeutet worden. Ich habe noch eine B-Ware da. Ja, stimmt. Die ist wirklich nicht... aber die ist minimal angedutscht. Die ist minimal B-Ware, aber ich will sie halt nicht als neuwertig verkaufen, weil das ein Produkt ist, was viele Sammler kaufen. Dafür ist es dann nicht 100% korrekt. Wenn man damit spielen möchte und es einfach so haben will, ist das mega gut. Ich stelle die in den Shop unter B-Ware, mache ein kleines Foto von der Macke und dem Bild tut es keinen Abbruch. Es ist auf der Seite, wo man die Bücher rausschiebt, unten so ein bisschen eine Ecke am Schuber. Mehr ist es nicht. Das ist auch wirklich alles. Dafür machen und die Bücher sind komplett in Ordnung. Ja, machen es ein bisschen günstiger. Wer da sowas dann zum Spielen haben will, kann das gerne noch nehmen. Was anderes habe ich aber momentan nicht. Auf neuwertigen muss ich warten. Eigentlich hätten wir jetzt wieder Dauerwerbesendung einblenden müssen, sagt der Bobby richtig. Haben wir aber nicht. So. Shiraki meinte, im Moment gibt es gar keine News von ihr. Deswegen überspringen wir sie. Draxa ist nach wie vor ein Bär. Und Saskia. Ja. Du wolltest noch was sagen.
Morgen. Habe ich dich jetzt überrascht? Nee. Okay. Nee, wir haben es ja ausnahmsweise auch vorher abgesprochen. Morgen ist Großkampftag. Ihr könnt uns wieder live schlüpfen sehen, also das Lama und der Lurch geben morgen Vollgas. Es sind über 40 Adventskalender plus Sachen, die noch dazugestellt worden sind, auf die Reise zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit reicht. Vermutlich übergeben wir irgendwann einfach an Ivy und machen weiter. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also ihr sagt mir gerade, ich soll... Also Saskia ist etwas leise, wird mir gerade gesagt. Das kann nicht sein. Das ist mir im Leben noch nie passiert. Also Saskia ist nicht leise. Die Übertragung ist leise. Aber es haben gerade 3 Leute gesagt. Wir versuchen, dich mal ein bisschen lauter zu stellen. Dafür musst du also ein bisschen das Mikrofon näher... Nein, du weißt, ich kann euch nur alle 4 zusammen lauter stellen, aber euch nicht einzeln. Das ist genau wie immer. Jetzt besser? Mikrofon ein bisschen näher. Ich kann, glaube ich, niemanden einzeln lauter machen. Sonst muss ich kurz in die Einstellung rein. Ja, genau. Du musst einmal kurz in die Einstellung und dich da lauter machen. Eine Sekunde, mittlerweile weiß der Lurch, wo er das macht. Und gleich so, pfff, Bild weg. Heute dann ohne Kiria. Ah, hatte mich stumm geschaltet, das war das Falsche. So, was habe ich? Ich weiß, wo die Einstellungen sind. Jetzt bin ich stumm. Mikrofon. So, Achtung. Ba, 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 ba. Besser. Besser. Gut so? Besser. Besser. So ist gut. Soll ich so abspeichern? Alles klar. Machen wir doch glatt. So. Sehr viel besser. Hervorragend. Gut, also morgen, wir werden noch was, also wir müssen jede Menge vorbereiten morgens. Dann werden wir was zum Mittagessen und wenn es losgeht, schalten wir live, also nach dem Mittagessen. Keine Ahnung. 1? Genau. 1:30? Sowas um den Dreh. So um den Dreh. Wir haben uns auch dazu entschieden, mehr als eine Brezel schaffen wir morgen zeitlich nicht. Also es gibt eine Brezel zum Mittag. Die wollte ich zum Frühstück. Zum Mittag wollte ich eine Pizza. Yay! Es gibt morgen Pizza. Ich freue mich. Cool, Feiertag. Alles klar. Nein, finde ich sehr schön. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar erinnert sich das Programm von der Ivy morgen ein bisschen, weil der Lars, der zu ihr kommen wollte, krank geworden ist. Der wird also ein andermal dabei sein. Sie wird morgen also anderen Figürchen-Schubs-Content machen. Wird genauso geil, weil Ivy macht das. Aber halt nicht mit Lars von der Geländefabrik. Wir gucken mal, was es genau wird. Ich bin ganz kurz weg. Wir haben ja noch eine kurze Pause, oder? Ja. Ganz kurz, ja. Ja. Ivy improvisiert, sagt sie gerade. Gut. Und ich habe die Würfel, die die liebe Ivy mir geschenkt hat, heute zum Spiel am Schreibtisch liegen lassen. Die hole ich jetzt gleich. Verdammt. Und du hast den Kampflurch bestimmt auch noch nebenan, ne? Ach komm, ich hole es jetzt schnell. Husch, husch! Zack, ist sie weg. So schnell kann das gehen. Haben wir noch was? Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir das Weihnachtsgeschäft eingeleitet haben. Heute ist der Patreon-Kram an die Patreons rausgegangen. Ich sag's dir nochmal, das ist von den Kurzgeschichten, die ich geschickt habe, eine so der heftigeren. Also wer Probleme damit hat, wenn Folter geschildert wird oder zumindest angedeutet wird, nicht lesen. Lest eine andere. Aber ist halt Halloween. Da passt das. So, da ist der Kampflurch. Wer ihn am Montag noch nicht gesehen hat, das ist nicht scharf, oder? Ja, aber das ist okay. Mega geil geworden. Das ist der Kampflurch. Ja. Großartiger Kampflurch. Jawohl. So sieht sie aus, wenn einer unserer Zulieferer mal wieder sagt, es verzögert sich um Monat. Oh, ich sag, mittlerweile fast täglich sehe ich einmal so aus. Ja. Irgendwas. Ich habe auch schon ein bisschen Angst. So, genug gequatscht. Wir wollten es heute ein bisschen kurz machen, damit wir ein bisschen zeitiger anfangen können. Was haben die... welches Mikrofon ist zu leise? Welches Mikrofon ist... mutmaßiges Vergessen der Würfel, Verlassen des Platzes und Mikrofon zu leise. Jivinda hat gesagt, es kommt alles 3 in die Statistik. Ja, und das alles in einem Stream. So, was haben wir die letzten Male gemacht? Beim letzten Mal habt ihr einem Dorf Frieden gebracht,
in dem ihr es geschafft habt, herauszufinden, weshalb es in diesem Dorf gespukt habt. Danach habt ihr noch eine interessante Bekanntschaft gemacht und seid geführt worden zu dem Elfen, den ihr gesucht habt, der euch das erste Mal einigermaßen handfeste Informationen über Elvarendin gegeben hat und dass es diese Stadt wirklich gibt. Also, dass das nicht bloß irgendein Gedicht ist, sondern wirklich eine Stadt. Wirklich, wirklich tief unter der Erde. Mit seltsamsten Kreaturen, wo der Elf mal gewesen ist, aber nur alleine wieder weggekommen ist. Euch sind noch viele andere Sachen dazu erzählt worden. Ich möchte es jetzt nicht alles komplett wieder zusammenfassen. Am Ende des letzten Abends habt ihr euch von dem Elf, den ihr besucht habt, verabschiedet und habt euch weiter auf den Weg gemacht und euer nächstes Ziel ist die Zwergenbinge Janderhof, wo ihr hin möchtet. Und ich denke, da steigen wir gleich ein nach dem kurzen Vorspann. Der eigentlich jetzt anfangen sollte, aber es nicht tut. Vermutlich ewige Finsternis erfüllt, wo Leben, wo ewiges Leben wird gestellt. Zur Mitternacht der Trank, den Pferd enthüllt, den Weg zu dir, Elvarendin. Die Spitze hell erhoben über totem Stein, Terrassen messen sich mit Turm in ihrem Schein. Euer Anblick ist wie Labsal für mein müdiges Bein. Deine heiligen Bauten, mein Elvarendin. An der Küste ohne Dämmer leben, in der Menge mich der Lust und Liebe ergeben, höchste Flammen zu holen, danach streben, deine Freuden, mein Elvarendin. Der Tod vergeht, wo ewiges Leben reift, die sterbliche Hölle endlich abgestreift, nach ewigem Segen und reiner Freude greift, dein Geschenk für mich, Elvarendin. Doch finstere Herren aus längst vergangener Zeit, in dunklen Tiefen schmieden grausam ihren Plan, die Nebrums Herrscher rollen grausam an. Dein Ende, o Elvarendin. Da sind wir wieder. Gut. Ihr habt euch aus dem Tal entfernt, in dem die einsame Hütte dieses sehr seltsamen Elfenkundschafters gewesen ist, entfernt. Ihr seid ein bisschen nachdenklich, überlegt noch, lasst so ein bisschen die Informationen, die ihr bekommen habt, Revue passieren und den Tag über passiert nichts. Ihr seid weiter in Richtung Osten unterwegs, wo Draxa euch gesagt hat, dass da Janderhof liegt. Und gegen Abend findet ihr dann eine geeignete Stelle, an einem kleinen Bach, um ein Lager aufzuschlagen. Findet da auch genug Grünzeug für all eure Tiere, genug Platz, um eure Zeltplanen aufzubauen. Ein guter Lagerplatz für eine kleine Gruppe. Es dämmert gerade, tatsächlich hat es auch nicht geregnet den Tag über. Es war ein ganz hübscher Herbsttag. So seid ihr angekommen. Wir haben die falsche Jahreszeit ausgewählt. Wir hätten im Frühling loslaufen sollen.
Da gibt es auch nicht weniger Mücken. Genau. Mit den Mücken warten wir ab, bis wir in den Bergen sind. Da gibt es von denen eh keine mehr. Dafür gibt es andere Sachen. Wie lange wird das denn dauern, Traxa? Kann ich dir nicht ganz genau sagen. 4 Wochen ungefähr, denkst du? 4 Wochen wahrscheinlich. Je nachdem, wie gut wir vorankommen. Gott, dann ist doch in den Bergen bestimmt lausig kalt. Vielleicht etwas frisch. Dann sollten wir zwischenstoppen und uns ordentlich eindecken. Komm. Mit Decken eindecken. Und Schals und Mützen. Brauchen wir auch Schals und Mützen für Tröd? Schals wird nicht schaden, glaube ich. Ich will jetzt auf gar keinen Fall die Stimmung irgendwie, aber wollt ihr den Elefanten wirklich auch noch mit in die Berge nehmen? Sicher. Was sollen wir sonst mit ihm machen? Zudem kann er mit dem Rüssel bestimmt super klettern. Bin mir sicher, meine Verwandten in Jandorf freuen sich, einen Elefanten zu sehen. Aber die Straßen sind doch bestimmt auch ziemlich befestigt nach Jandorf, oder? Das liegt doch jetzt nicht einfach irgendwo in einem Feld oder sowas, oder? In einem Feld sowieso nicht. Nein. Da ist der Weg ist steinig, sagen wir es so. Aber der Weg ist auch mit Karren befahrbar. Also Janderhof ist ja wirklich eine große Stadt. Ne? Also da kommt man schon hoch. Gut, dann marschieren wir unauffällig in Janderhof ein, wie wir das gewöhnt sind. Kein Problem. Was würdest du sagen? Ist Janderhof größer als Magnimar oder kleiner? Oder? Janderhof würde ich mit gar nichts anderem vergleichen. Das ist einfach einzigartige Zwergenbaukunst. Also viel nach unten. Ja, auch. Das ist dann mehr so Etagen oder also, weil wenn das immer alles so nach unten geht mit Höhlen und sowas, das stelle ich mir so vor, als wäre das so auf verschiedenen Ebenen oder sowas, oder wie sieht's da aus? Es gibt verschiedene Ebenen, auf jeden Fall. Ja, also. Aber wir sind uns einig, spätestens da kann Tröd nicht mit. Der bleibt dann bei deiner Familie. So, das wird wahrscheinlich besser sein, wenn er bei meiner Familie bleibt, weil also je tiefer wir runtergehen, desto unwegsamer wird das Gelände, sag ich mal. Ist das da eigentlich alles zwergenhoch? Also müssen alle so ein bisschen den Kopf einziehen, oder? Was möchtest du mir denn damit sagen, ne? Also Zwerge passen da alle aufrecht durch. So. Ja, ich wollte ja nur wissen, ob jetzt Nissa auch aufrecht durchpasst. Ich denke schon. Doch. Ja. Wir bauen doch nichts Kleines. Ich meine ja nur, sonst brauchen wir auch noch einen Helm für Nissa. Es könnte allerdings Nissa als Halborg nicht ganz einfach werden. Ich hab mir das schon gedacht. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Draxa bis jetzt der verträglichste Zwerg aus Jandorf war, den ich jemals getroffen habe. Sagen wir mal so, Orks sind nicht wirklich Freunde von uns. Ah, die Orks sind unsere Goblins, ich verstehe das. Ja, die scheißen mich halt gerne an, wenn sie mich sehen. Also nicht in echt, aber halt so verbal. Der eine oder andere würde das vielleicht sogar in real tun. Ich habe jetzt auch ein Bild vor Augen. Entschuldige, Nissa. Ich würde auch gerade fragen, aber okay. Aber die sind ja zu viert, die werden dich bestimmt nicht dumm anmachen. Ich bin. Und deine Familie so drauf, so grundlegend. Er heißt ja nicht mehr Draxa. Wie heißt du nochmal mit einem Namen? Eisenzwinger. Ja, du heißt dann Draxa Orkfreund. Meinst du, was dann los ist? Den möchte ich sehen, der mich das nennt. Wetten, dass wir einen finden? Ich freue mich auf die Schlägerei.
Wahrscheinlich mein Bruder. Na, siehst du, in der Familie sogar eine Schlägerei, das wird ja immer besser. Ja, das wäre nichts Neues. Bin ich langsam verwirrt. Ich weiß jetzt doch nicht, ob ich so gerne an diesen Ort möchte. Also, das klingt alles ganz schön gemein. Ach, Trinket, mach dir keine Sorgen. Du hast nichts zu befürchten. Okay. Es ist halt so, wollen tue ich da auch nicht unbedingt hin. Aber also ich will da nicht hin, aber ich meine, wenn es vielleicht wirklich in Ilvarandin super Heilwasser gibt, dann wäre das vielleicht die einzige Chance für Marinello. Und glaubt mir, Janderhof ist wirklich eine großartige Stadt. Und keiner wird große Ärger machen. Wie gesagt, ich bin ja dabei. Ihr könnt mich ja auch einmummeln. Warum mögen die Zwerge keine Orks? Wer mag schon Orks? Ja. Ich mag Orks. Ja, gut, ich kenne nur dich, aber das ich heißt, bin Halborg, Junge. Statistik. Halborg ist nochmal was ganz anderes und da bestehe ich drauf. Wollen wir jetzt erstmal was essen? Ich suche mal im Proviant und bastel was Leckeres zu essen zusammen. Trinket, Nissa, habt ihr genug Grünzeug gegessen in letzter Zeit? Habt ihr alle Vitamine, die ihr braucht? Ja. Vielleicht sollten wir noch einen Obstsalat oder so dazu machen. Also du weißt, ich habe den Eindruck, du bist ein bisschen blass. Ich bin kein Kaninchen. Nissa, ehrlich. Also ich bin ja Heiler. Ich kenne mich schon ein bisschen mit Ernährung aus. Ich passe schon auf, was ich esse. Keine Sorge. Also entschuldigt mal, ihr zwei, und ich zeige auf Nissa und auf Traxa, ihr zwei sauft ständig Bier. Die einzigen, die sich hier anständig ernähren und nicht so viel trinken, sind ich und Trinket. Bier ist gesund. Was redest du, Kind? Da sind nur gute Sachen drin. Ah ja, okay, ist und klar. Und außerdem essen wir dazu auch noch die nötige Grundlage. Insofern passt ja, das. Bei dir ist das unglaublich viel Obst und Gemüse. Ich esse auch Obst und Gemüse, wenn es unter meinem Fleisch liegt. Sollte ich eigentlich auch mehr Fleisch essen und sowas? Unbedingt. Ja, also du brauchst definitiv ein bisschen mehr auf die Knochen. Ja, ich glaub, vielleicht solltest du die Zeit auch noch ein bisschen nutzen, um ein bisschen Sport zu machen. Wir können ja mal zusammen ein wenig trainieren, um deinen Körper nicht ganz so anfällig für körperlichen Schaden zu machen. Ja, du hast schon recht. Ich habe auch gelesen, dass das auf jeden Fall schützt, wenn man mehr Muskulatur hat und sowas. Und außerdem sieht man dann ja auch irgendwie männlicher aus. Und ich glaube, daran sollte ich wirklich langsam arbeiten. Also ich habe mir das echt vorgenommen. Ich weiß, ich war jetzt die letzten Tage, das mit den Geistern hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich das als Pharasma-Kleriker eigentlich nicht unbedingt sein sollte, aber das war schon komisch. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, ich muss echt mal ein bisschen mehr wie Draxa werden, glaube ich. Ja, lass dir mal ein paar Haare wachsen. Ja, aber bitte nicht wieder vorne stehen. Nee, Junge, nicht dieses Tür aufreißen Ding, das nicht. Ja, allgemein, es wäre mir eigentlich lieber, wenn du mehr in unserem Rücken wärst, weil das kriege ich nicht nochmal gebacken. Das widerspricht sich ja auch gar nicht. Also ich will ja auf mich aufpassen, deswegen will ich ja mutiger und irgendwie auch draxeriger werden. Ja, aber von den hinteren Reihen. Genau, alles das Kämpfen in der vordersten Reihe überlässt du lieber. Ist ja mir. Ja, schon, aber ich muss ja trotzdem in eurer Nähe bleiben, sonst wirken meine Zauber ja, also zumindest die Hälfte kann ich da nicht gebrauchen. Also, ja, aber so weit, wie es geht. Ja, und damit, wenn ich nahe genug dran bin und irgendwas Blödes passiert, ich dann geschützt bin, will ich doch eigentlich Training machen und sowas. Was wollt ihr denn überhaupt von mir? Ich will doch auf mich aufpassen. Ja, ist halt, hat schon mal nicht so funktioniert. Ja, einmal hat es nicht funktioniert, sonst war es immer gut. Nissa, jetzt entspann dich mal ein wenig. Entspann dich. Der war tot, Mann. Entspann dich. Du hattest da irgendwas gesagt. Ich hatte das nur so halb mitbekommen, dass dir das kein drittes Mal passiert. Stimmt, Kiria.
Warst du auch mal tot, also als wir uns noch nicht kannten? Nein, du bist überhaupt der einzig Tote, den ich kenne. Ja, aber dann ist zwischendurch noch jemand gestorben? Nee. Also vorher? Ja. Und du meinst jetzt nicht Kirias Opa, ne? Nein, den kannte ich ja gar nicht. Der war schon, wie ich noch in Rätselhafen gelebt habe. Ich habe bestimmt mal erwähnt, dass ich halt in der Gruppe war, so Straßenkinder. Und ich war halt so die Älteste und die sich am besten verteidigen konnte. Und dann habe ich das für den Rest meiner Gruppe gemacht. Und einmal hat es halt nicht gereicht. Ja, aber da warst du doch noch selber ein Kind, habe ich das gerade richtig verstanden? Sagen wir mal, Jugendliche, noch jünger als Trinket, aber auch nicht sehr viel. Wir hatten halt, wer ist denn gestorben? War das sein Anfang? Es war sowas wie mein Bruder. Also wir waren halt immer zu viert und Toba war halt der Kleinste und war halt immer so ein Lauch. Ganz ehrlich, der war so ein kleiner, rothaariger Lauch und hat immer nur geschnitzt und in den Tag reingelebt und nicht viel nachgedacht und als mal eine andere Gruppe, Gang uns aus unserem Unterschlupf vertrieben hat, habe ich es halt nicht gepackt, uns zu verteidigen, unseren Platz zu verteidigen. Und Toba hat sich von der Gruppe getrennt. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe nicht aufgepasst. Und als wir ihn gefunden haben, war er halt erfroren. Ist halt scheiße gelaufen. Also die anderen Kinder haben ihm gar nichts getan. Er hat sich nur versteckt und kam nicht aus dem Versteck. Oder wie ist das passiert? Die Kinder haben uns schon was getan. Nur halt hauptsächlich mir. Und weil ich es halt nicht hingekriegt habe, unseren Schlafplatz zu verteidigen, sind die anderen ab. Und Toba ist getrennt worden vom Rest. Man hat sich dann irgendwo verkrochen. So, ja. Lauch war das Stichwort. Das habe ich ja auch noch reingeschnibbelt. Und ich verteile das Essen. Ja, wunderbar. Eine leckere Pfanne mit Bratkartoffeln, Zwiebeln, Lauch, Karotten und ein paar Würste dazu. Lasst es euch schmecken, hm? Dankeschön. Danke. Würste sind eine gute Ansage. Herr damit. Richtig. Während ihr da um das Lagerfeuer sitzt und euer Essen genießt und das Bier aus dem letzten Fass, das ihr noch habt, es ist nur noch eins übrig, wird es langsam dunkel. Der Abend legt sich über Varisia. Ihr merkt, dass es langsam schon abends ziemlich kühl wird. Also, ihr müsst schon die Felle um euch packen, wenn ihr nachts schlaft. Und tatsächlich ist es so, dass euch allen dann beim Einschlafen nochmal die Geschichte von dem kleinen Jungen, der nachts nicht auf sich aufgepasst hat und erfroren ist, geht euch allen noch mal ein bisschen durch den Kopf.
Und ihr seid ganz froh, dass ihr euch habt und aufeinander aufpasst. Und so schlaft ihr dann ein. Will jemand Wache halten? Ja, klar. Ich halte auf jeden Fall erstmal Wache. Dann halt die zweite. Ich kann aber auch gerne eine Wache halten. Ich träume im Moment sowieso eigentlich nicht. Und irgendwie ist das dann langweilig zu schlafen. Dann teilen wir uns das doch auf. Mhm. So. Ja, dann will ich aber auch eine machen. Dann machen wir jeder eine. Problem. Gut. Jeder von euch macht eine Wache. In welcher Reihenfolge? Draxa zuerst. Gerne. Was sagt dann mache ich eine von den Arschlochwachen. Okay. Ich mache die zweite. Die zweite. Dann macht Nissa die dritte und Kiria die vierte. Kiria, du sitzt so ab 4 Uhr am Lagerfeuer und hältst die Wache. Es ist sehr, sehr schwer, wach zu bleiben. Also die Zeit, wenn die Sonne langsam aufgeht, ist so die schlimmste. Aber du hast ja Opas Buch zum Lesen, ne? Ob da was über Janderhoff drin steht, irgendwas, was uns helfen könnte. Ja. Blätter das so ein bisschen durch und schreib auch noch die Informationen nochmal zusammen, die der Elf uns gegeben hat, bevor sie weg sind. Es wird gerade hell. Also für dich fühlt es sich jetzt schon sehr hell an, weil deine Augen sich halt dran gewöhnt haben. Als du ein Hallo, hallo Sie da! Was? Scheiße. Ups. Hallo? Ich gucke in die Richtung. Ja, du guckst dich so um und siehst keinen. Wo sind Sie? Wer sind Sie? Hallo, hier oben! Du guckst nach oben und siehst über dir ein Schiff. Tatsächlich hast du das überhaupt noch nie gesehen. Was? Das ist etwas, du hast überhaupt noch nie in deinem Leben etwas anderes als Vögel fliegen sehen. Was? Könnten Sie... was? Vielleicht bin ich eingeschlafen. Ich gucke also kneifst du in die Hand, das Schiff ist noch da. Jemand guckt so über die Reling. Könnten Sie ein Seil entgegennehmen? Vielleicht irgendwo an einem Baum festbinden. Ihr drei werdet von dem Gebrülle jetzt auch wach. Was ist denn los? Zu früh. Was Sie los? Wären uns sehr behilflich, wenn Sie dieses Seil an einem Baum festbinden könnten. Der Vogel spricht. Warum? Was ist denn das? Also. Ich sehe tatsächlich, also es ist, das Schiff hat hinten am Heck so zwei wie so Fischflossen, die da dran sind. Über dem Schiff hängt ein aus Leder und Stoffen genähter Sack, der irgendwie prall gefüllt zu sein scheint. Das Schiff hat hinten so ein Propeller, der sich aber gerade nicht dreht. Hat auch noch so Ausleger nach außen und links und rechts auch noch einen Flügel, den ihr seht. Und über die Reling lehnt sich eine Person, ihr könnt es gerade, weil es halt noch nicht so super hell, könnt es nicht so gut erkennen. Das Seil! Und wir wären sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie das Seil kurz an einem Baum festbinden könnten. Und so ein dickes Tau fällt so seitlich von dem Schiff runter und landet neben euch. Also, das Ende davon. Er hat es festgemacht am Schiff, das andere Ende. Das Seil landet neben euch auf dem Boden. Dieser Große dort vorne! Ich nehm das Seil und lauf mal los. Ja, das ist tatsächlich so ein dickes Tau, wie du sonst aus vom Hafen von Schiffen kennst. Ja, es ist auch ein Schiff, es ist nur leider in der Luft. Ist das ein Tier oder was ist? Das bei Cadens lockigen Arschhahn, das sieht aus wie ein Schiff. Ich laufe mal zu Kyria und hilf ihr ein bisschen mit dem dicken Seil. Der Propeller dreht sich kurz ein bisschen und das Schiff gleitet langsam, geräuschlos ein bisschen näher an den Baum ran. Oh. Komm, hier.
Ja, ja, noch ein bisschen. Ja, ja, noch, ja, ja. Noch ja, ein paar Meter, gleich. Noch ein bisschen näher ran. Danke, ja. Wir kommen ein bisschen näher, dann geht's leichter. Praxa, hast du schon mal ein fliegendes Schiff gesehen? Gibt's die in Janderhof? Nein. Ich habe davon noch nicht gehört, aber. Was ist denn los? Ich kenne mich auch mit so Ingenieursachen nicht aus. Was machen wir jetzt? Habt ihr das festgebunden? Ja, wir haben das jetzt gerade Baum festgebunden. Ha! Prima! Dankeschön! Und dann fällt seitlich von dem Schiff eine Strickleiter runter, die auch lang genug ist. Und ihr seht diese Gestalt runterklettern. Und als er unten ist. Hervorragend! Danke für Ihre tatkräftige Hilfe! Mein Name ist Dr. Stagros Nigelius. Und ich bin der Kapitän dieses Gefährtes und bin sehr froh, dass ihr uns geholfen haben, uns hier zu befestigen. Der Mann ist, würdet ihr sagen, vielleicht so na, maximal 1,60 groß. Ein Zwerg? Nee, ein Mensch. Aber so 1,60, ziemlich pummelig, hat so ein bisschen rote Backen, Halbglatze, so weiße, wüst in alle Richtungen abstehende Haare, die so seine Glatze umkränzen. Eine eher knubbelige Nase. Auf der Nase hat er so zwei geschliffene Kristalle, die er als Brille mit so einem Lederband um die Ohren festgemacht hat. Er trägt eine blaue Jacke mit so einem sehr, sehr hohen Kragen, eine rote Weste und eine rot-weiß gestreifte Hose. Meine Herrschaften, vielen Dank. Entschuldigen Sie, dass wir Sie zu dieser frühen Stunde gestört haben, aber ich habe niemanden gesehen, der hier in der Nähe gewesen wäre, der uns sonst hätte helfen können. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Schiff fliegt? Ja. Ja. Was ist denn das für ein Ding? Ein Luftschiff. Ach, das klingt logisch. Du hast wir gesagt, du bist nicht alleine? Nein, ich habe eine Mannschaft. Seid ihr Piraten? Wir sind Luftseefahrer. Wie aber auch immer. In der Luft gibt's keine See. Ja, was weiß ich, ich kenne keinen Begriff dafür. Ich, wie gesagt, ich bin Dr. Nigelius und hätten Sie was dagegen, wenn meine Mannschaft auch runterkommt? Wir kümmern uns auch ums Frühstück. Stück? Wie viele sind denn das? Naja, ein paar sind schon noch oben. Was sind denn ein paar? Fünf, sechs, ja. Der Elefant ist nicht zum Essen da. Was für ein Wow! Ja, mein Elefant tröt. Elefant. Das ist nicht das Komischste hier an diesem Ort. Und das soll schon was heißen. Habt ihr denn auch Bier dabei? Wein. Ach, ja, diese armen Leute. Im Notfall geht auch Wein. Ja, Wein haben wir dabei. Ja, dann holen Sie Ihre Mannschaft und lassen Sie Wein mitbringen. Ja, er holt aus der Westentasche so eine Seefahrerpfeife raus. Ihr könnt von den kommen, bringt Frühstück mit und ein paar Flaschen von dem Wein. Und dann klettern eine... also ihr habt ja schon seltsame Leute gesehen. Ich meine, ihr wart mit einem Zirkus unterwegs. Er war eine Tieflingdame mit seltsamen Viechern. Und genau, und ihr seid seltsame Leute, sagt Draxa gerade, genau. Aber das ist schon interessant, was da runterkommt. Der erste, der runterklettert, ist noch der normalste. Ein ziemlich kräftiger Typ. Also
sieht aus, als wäre er eher Kämpfer. Hat ziemlich dicke Arme, ist 1,90 groß. So dichtes, struppiges Kopfhaar, so einen dicken Backenbart in Schwarz und Grau. Sieht so ein bisschen von den Haaren so wie Wolverine aus. Und wenn ihr hinguckt, wirkt es auch so, als wären die Zähne ein bisschen ganz leicht spitzer, als sie sein sollten. Trägt so einen grauen, selbstgestrickten Pullover, der die besten Zeiten schon hinter sich hat. Also ist schon die ein oder andere Stelle, wo man sieht, dass der Pullover gestopft wurde und eine blaue Hose und so schwere Seefahrerstiefel. Der kommt als erstes herunter. Gefolgt wird er von einer Gestalt, die sehr, sehr schnell diese Treppe runterkommt, also diese Strickleiter, und wahnsinnig geschickt zu sein scheint, ein Isoki. Ihr habt sie, also Nissa, du kennst Isokis. In Rätselhafen sieht man das. Das sind aufrecht laufende große Rattenmenschen. Also im Prinzip wie Skaven. So. Also eine aufrecht gehende Ratte, so 1,20 groß, kommt herunter, wirkt total hektisch, lässt sich auch, benutzt gar nicht die Stufen, sondern lässt sich so seitlich an den Seilen runterrutschen, kommt unten an, so. Wow! Heiß! Hast du wohl auch nicht so oft gemacht, was? Ich mach das jedes Mal wieder. Ich dachte, man gewöhnt sich dran. Wow! Heiß! Oh. Hast du dich richtig verbrannt? Soll ich dir helfen? Er hält dir die Hände hin und du siehst, die sind halt so ein bisschen gerötet. So wie wenn man so sehr, sehr schnell an einem Seil runterrutscht, ne? Also ist jetzt nicht blutig aufgerissen. Das zählt, glaube ich, noch unter Lehrgeld. Ja, wenn ich mal was draus lernen würde. Was ihr bei diesem Isoki seht, dass er so ein Gürtel um hat, wo so diverse kleine Fläschchen und Fiolen dran sind. Hat auch noch so eine Lederumhängetasche, wo so einzelne Fiolen jeweils so reingesteckt sind, mit unterschiedlichsten Flüssigkeiten in diversesten Farben. Der wirkt auch die ganze Zeit einfach, läuft durch die Gegend, ist super hektisch. Der macht einen furchtbar nervös, sobald er unten ist. Den beiden folgt. So, hört ihr die Stimme einer Frau? Könnte jemand bitte die Leiter unten festhalten, damit die nicht ganz so wackelt? Ich versuch's. Vielleicht mit Nissa zusammen, keine Ahnung. Ja, ich halt eine Seite, du dir. Ja, dann klettert eine, ihr würdet sagen, eine Dame, schon mit grauen Haaren, ein dunkelgrünes Kleid und sagt dann auch ab der Hälfte der Strecke, nicht unter das Kleid gucken. Sie hat halt Schwierigkeiten, sie kann nicht das Kleid festhalten und den Strickleiter gleichzeitig runtergehen. Das Winkel, ich glaube, die kennt dich. Was? Vergiss es. Kommt nach unten, hat graue Haare zu so einem Dutt zusammengefasst. Wirkt tatsächlich wie so eine, wie die Mutter der Kompanie. Bis auf die Tatsache, dass sie nicht gemütlich rundlich ist, sondern dünn an der Grenze zu Spindeldürr. Also die ist halt echt so mit leicht eingefallenen Wangen, sehr dünne Ärmchen und holt dann, sobald sie unten ist, aus ihrer Tasche so eine gehäkelte Stola raus, die sie sich so über die Schultern hängt noch. Huh, wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Ich kümmere mich ums Essen. Nettles, mein Name. Fräulein Nettles. Nissa. Ja. Und geht dann zum Feuer und bedient sich eurer Kochutensilien, um mit den Sachen, die anderen mitgebracht haben, anzufangen, Dinge zuzubereiten.
Also wir haben so einen ganzen Korb mit Eiern, die sie hier anfängt in die Pfanne zu schlagen, Speck dazu packt, wird so an einem Seil werden so Körbe seitlich von dem Schiff runtergelassen, damit alle genug Essen bekommen. Brote, Käse, der Wein wird runtergelassen und so weiter. Ist das der freundlichste Überfall, den ich je erlebt habe, oder was? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich gucke nach oben und gucke, wer da noch so kommt. Mhm. Aber wir haben ja irgendwas zu essen dabei. Die haben doch gesagt, dass sie keine Piraten sind. Dann sind die doch bestimmt ganz nett. Also bis jetzt sind die nett. Wir haben gesagt, das sind... Eine Elfe kommt als nächstes die Strickleiter nach unten. Ihr seht schneeweiße Haare, relativ enge Kleidung. Praktische Kleidung, würdet ihr sagen, dunkle Farben. Ihr seht, dass sie an der sehr eng sitzenden Lederhose, die sie hat, am Oberschenkel so ein Dolch in einem Holster festgebunden hat, an beiden Beinen. Und sie hat, das kennt ihr, das kennst vor allen Dingen du, Kiria, weil die Kaijitsus das teilweise bei Festen getragen haben. Es gibt von dem Volk, wo sie herkommen, so Holzmasken. Mhm. So diese bemalten Holzmasken. Und die Elfe trägt so eine, also zumindest die untere Hälfte des Gesichts, so eine bemalte Holzmaske, wie du sie von den Kaijitsus kennst. Wie alt wirkt die? Ist bei Elfen immer so schwer zu sagen. Ja, wirkt die jung. Aber es ist eine ausgewachsene Elfe. Eine erwachsene Elfe. Ab da... Die altern ja so nicht sichtbar. Seitenblick zu Trinket. Wird das hier eine peinliche Nummer, oder? Wieso? Was? Nein. Ne, ich habe nur einen Seitenblick. Ich frage ja nicht. Ich guck die hat eine nur. Echt coole Maske. Mhm. Gut. So, zwei kommen noch. Ja. Die nächste, die runterkommt, ist wohl beim Herabgehen der Strickleiter die geschickteste von allen. Eine weibliche Amoruni, also eine Katzenfrau. Ihr seht den Katzenschwanz, der elegant hin und her schwingt. Sie kommt nach unten, landet dann quasi geräuschlos, also die letzten drei Stufen nimmt sie gar nicht, sondern springt kurz herunter, landet auf dem Boden, guckt Trinket kurz an. Hallo? Hi. Und dann bemerkt ihr an ihrem Revers so ein Zeichen von so einer Wespe, würdet ihr sagen? Also das Klerikerzeichen. Ich kann das kurz in die Kamera halten. Sekunde. So ein Zeichen. Einer Kalistria-Klerikerin. Trinket, du hast es gelernt. Du kennst die Götter. Kalistria wird auch der lustvolle Stachel genannt und ist die Göttin der Diebe, der Elfen, der Hedonisten, der Schauspieler, der Schausteller und der verschmähten Geliebten. Oh mein Gott. Göttin der Tavernen, der Verstecke, das ist Kalistra. Göttin der Täuschung und der sinnlichen Freuden. Viel zu viel Weiblichkeit hier. Weiß ich das auch oder soll ich mal drauf würfeln? Nö, das weißt du auch. Okay. Das sind halt die Tempel von Kalistra. Die Orte, an denen man Kalistra-Kleriker findet, sind halt Kneipen, Hurenhäuser, Theater, Diebesgilden. Das sind so Orte, wo man Kalistra-Kleriker findet. Sie geht dann weg, streicht Trinket noch einmal kurz über die Wange und geht dann auch mit elegant wiegenden Hüften Richtung Feuer.
Wir sollten unsere Wertsachen wegstecken. Nissa? Ich komme vom Feuer. Ist das nicht okay, zurück, dass sie hier runterkommt und einfach Trinket anpackt? Hey, ich darf meine Kochutensilien gar nicht anfassen, aber es riecht sehr gut, was die Gute da macht. Es riecht tatsächlich gut. Stimmt. Sie fängt gerade an, in einer zweiten Pfanne Pilze zu braten. Mit Scheiben von Salami drin. Und dann scheint ein völlig deplatziert wirkender Ritter diese Strickleiter herunterzukommen. Also zumindest irgendwas metallisch glänzendes, ultra hochgerüstetes. Wo ich denke, wer zur Hölle läuft auf einem Schiff mit einem Plattenpanzer rum? Bis sie unten ist. Also sie, es, was auch immer. Und da habt ihr von gehört, alle, dass es sowas gibt, aber eigentlich nicht in Varisia. Ein Automaton, eine Art Golem, ein künstlich geschaffenes Wesen. Oh, das hat Opa mir immer versucht zu erklären und da habe ich immer, oh mein Gott, was ist das? Das habe ich noch nie in echt gesehen. Ist das jetzt überhaupt ein Lebewesen oder ist das, was ist das? Sie dreht sich zu euch um und sagt, guten Tag. Mein Name ist Mathilda. Und die Gelehrten streiten noch, ob wir Lebewesen sind oder nicht. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich bin wegen der Frage nicht beleidigt. Ich nehme das nicht persönlich. Ich gehe schon mal zurück zum Feuer. Freut mich. Wer findet das hier jetzt auch irgendwie schräg für morgens früh? Die Sonne geht gerade auf. Ich frage mich gerade, ob wir uns wieder in einen Pilzkreis gelegt haben und haben es nicht mitgekriegt. Genau darüber habe ich auch nachgedacht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich guck mal rum, sehe ich Pilze? Nee, also außer denen in der Pfanne nicht. Hatten wir gestern welche zum Abendbrot? Nee. Okay. Der sehr große Kriegertyp, der Kämpfer mit den etwas runtergekommenen Klamotten, kommt zu euch und sagt, macht euch keine Sorgen, das ist... Es wirkt auf den ersten Blick immer sehr komisch, was man hier sieht. Aber alle von denen haben das Herz am rechten Fleck. Also alle, die eins haben. Bei ihr, er deutet so mit dem Kopf Richtung Mathilda. Bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Mhm. Also bei den anderen auch nicht. Was macht ihr denn eigentlich hier? Und warum fliegt euer Schiff? Captain, ja, der Captain kommt zu euch. Sehr wohl. Wie kann ich denn behilflich sein? Also ich würde gerne wissen, warum euer Schiff fliegt. Ich glaube, das fragen wir uns alle. Weil es ein Luftschiff ist. Ja, aber wie funktioniert es? Es wird angetrieben mit, wie erkläre ich das? Seht ihr den großen Sack, der da drüber in der Luft schwebt? Ja, das hätte ich zu übersehen. Habt ihr schon einmal von Wind- oder Luftelementaren gehört? Ja, oder? Ja, ja, klar. Nun, da oben sind drei Stück drin. Oh. Unfreiwillig, vermute ich. Nein, sie tun dort ihren Dienst. Sie kriegen auch Pausen. Okay. Wow. Nun ja. Die einen haben Elefanten, die anderen haben Luftelementare, die für sie arbeiten. Wir kommen aus Ustalav. Ustalav ist ein ist weiter weg. Und wo wollt ihr hin? Gerade wollen wir nach Yanderhof.
Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Gibt es dort etwas Schlimmes? Nein. Alles gut. Ich gucke zu den anderen drei und mache so. Also kann das auch ein Elefanten tragen? Wir haben es noch nicht ausprobiert. Warum? Das größere Problem, stelle ich mir vor, ist, den Elefanten an Deck zu bekommen. Nein. Elefanten. Das halte ich für Problem. Außer vielleicht die Luft. Aber wenn die Luftelemente. Alles nicht so einfach. Wir müssen ein Gerät dafür bauen. Gibt es denn vielleicht noch so einen Sack und dann kommt einer von den Luftelementaren da rein und dann lässt er den hochschweben und dann ziehen wir den mit dem Seil rüber und lassen ihn an Deck wieder runter? Ach, Trinket, bring doch den armen Mann nicht in Verlegenheit. Ja. Genau. Also wenn, müssten wir uns eine Apparatur einfallen lassen. Man könnte mit mehreren Flaschenzügen. Es ist ja auch schon sehr voll, ne? Es ist schon eine sehr große Mannschaft da oben. Wir haben auch Platz, also das ist nicht voll ausgelastet. Ich denke, das ist voll. Er geht und das ist brabbelnd weg oben und redet über Federmechanismen und Gegengewichte. Ich hole die Truppe zusammen. Und fängt an, irgendwie in so einem Buch, das er hat, Skizzen zu zeichnen. Kommt mal kurz hierher, bitte. Was ist denn Kyria? Wir fliegen auf gar keinen Fall nach Yandarov. Warum? Wir kriegen weder den Elefanten noch die Pferde hin, außerdem guckt euch mal die Truppe an. Ja, genau. Das geht ja gar nicht ohne die Pferde und den Elefanten. Ach, wie schade, da müssen wir wohl doch weiterlaufen und auf dem lebensrettenden Boden bleiben und nicht in den sicheren Tod stürzen. Das sehe ich genauso. Ich glaube zwar nicht, dass wir dabei sterben, aber ich halte das nicht. Ich habe schon mal einen Schluck von dem Wein probiert. Also dafür, dass es Wein ist, ist es gar kein schlechtes Zeug. Und kochen kann die Gute. Totschlagargument. Wir müssen doch wirklich möglichst schnell dafür sorgen, dass wir dieses Wasser besorgen oder nicht. Sonst hat ja unser Kumpel da eventuell ein Problem und wir sind doch bestimmt mit diesem Luftschiff viel schneller da. Aber alles, was man hochtut, kommt auch irgendwann wieder runter und ich möchte nicht dabei sein und auf dem Ding drauf sein, wenn es wieder runterkommt. Lass uns doch erstmal abwarten und die... Findet ihr das nicht auch einen schrägen Zufall, dass die hier anlanden mit einem fliegenden Schiff, was wir alle nicht kennen? Und ausgerechnet auch nach Yandarov wollen. Deshalb sollten wir die auch erstmal besser kennenlernen. Ja, wir sollten etwas essen. Essen, richtig, da war was. Aber erst gucken, ob sie es selbst auch essen. Fräulein Nettels ruft vom Feuer, das Essen ist fertig, aber erst Hände waschen. Bitte. Es geben tatsächlich alle zu einem Eimer und waschen sich die... Ich würde mit Fräulein Nettels nicht diskutieren, sagt... der Wolverine. Ach so, mein Name ist übrigens Dani. Hallo Dani, ich bin Kyria. Ich habe schon mitbekommen, die Frucht, das Fräulein ist etwas bestimmend. Ja, Fräulein Nettels ist, sie hat es aber auch nicht einfach. Hände waschen ist eh vernünftig. Sie sorgt für Ordnung auf dem Schiff. Und guck dir mal die Leute an. Guck dir mal ihn an und zeigt in Richtung des Isokis. Versuch mal Ordnung zu halten, wenn der dabei ist. Was sind denn das alles für Fläschchen, die er dabei hat? Er ist Alchemist. Oh Gott, kann das alles explodieren? Alles, glaube ich nicht, aber manches. Und dann lass ihn da oben in euer wieder andere heilen. Oder machen andere Dinge. Welche machen Nebel und andere heilen und andere kleben ganz furchtbar. Also der hat ganz viele verschiedene Dinge. Aber bitte, bin mir sicher, bitte, der hat auch bitte. Bestimmt tut, irgendwas, was Sachen größer macht oder kleiner macht. Tut ihr mir einen Gefallen? Fragt ihn nicht nach den Sachen. Ich habe das am Anfang gemacht, der demonstriert die dann alle. Und das kann echt gefährlich werden. Also, okay. Wirklich jetzt. Trinket, nein. Aus, Trinket. Alles nur eine Bitte. Wie auch immer. Er wäscht sich, trocknet sich die Hände ab. Reicht Kyria das Handtuch? Oh, das ist aber nett. Dann, gehen wir mal Essen fassen, Und Trinket? Ja. Lass dich von der Tante nicht ständig anpacken. Apropos anpacken, was war denn das da gerade, Kyria?
Was denn? Was denn, was ich denn? Ich habe mir die Hände gewaschen, was? Du hast was? Ja Honig schon geraspelt, da kriegt man ja Zahnausfall. Was war denn was? Das? Ich ja, deine Stimme war bestimmt gleich 3 Oktaven höher. So, Lisa, hör mal. Und jetzt hör mir gut zu, okay? Ich bin nicht 10. Ich bin erwachsen und ich bin gerne deine Schwester. Aber bitte, bitte sei nicht meine Mama, okay? Bitte. Danke. Man wird ja wohl noch mal freundlich sein dürfen. Apropos freundlich sein, es wäre bestimmt freundlich, wenn man jetzt... und setz mich neben Dani. So. Okay. Und zwar so, dass es Nissa richtig nervt. Alles klar. Ich und dann gucke ich zu dir rüber. Ich setze mich gleich neben Fräulein Nettles. Nimm das Fräulein. Ja. Sie holt so ein Taschentuch raus und da ist so ein umgestürzter Baumstamm und legt so dieses Taschentuch über den Baumstamm drüber, um sich dann da drauf zu setzen und sich dann erst ihre Suppe zu nehmen. Mathilda geht rum und verteilt das Essen, nimmt sich selber nichts, sondern steht dann einfach rum. Das ist mir suspekt. Dass sie sich nichts nimmt? Nein, das Ganze, ich halte sie ja mehr für einen Automaten, Roboter. Ja. Aber der... Sie hat halt allen Essen aufgetan. Allerdings hast du jetzt das Essen vor dir und es riecht unglaublich gut. Wenn Fräulein Nettles irgendwas kann, dann extrem gut kochen. Genau deswegen frage ich Fräulein Nettles, was ist denn da alles drin? Das schmeckt wirklich hervorragend. Und fange ein kurzes Gespräch über Rezepte mit ihr an. Ja, erklärt sie diese gerne. Und endlich mal ein zivilisierter Mensch. Alle anderen schlingen immer nur mein Essen herunter und niemand weiß das überhaupt zu würdigen, was ich... Ich habe letztens Serviettenknödel gemacht. Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist, gute Serviettenknödel zu machen. Das stimmt, aber unterwegs kommt man da nicht dazu. Aber anscheinend haben sie eine Art Küche auf diesem Luftschiff. Ja, wir haben eine Küche. Es nennt sich Kombüse. Kombüse. Ja, also, auf Schiffen. Auf Schiffen heißt eine Küche nicht Küche, sondern Kombüse. Das musste ich lernen. Und vorne heißt auch nicht vorne. Nicht? Sondern Bug. Und hinten heißt Heck. Und rechts heißt Steuerbord und links heißt Backbord. Oh, mein Kopf fängt ein bisschen an zu rotieren dabei. Das sind mir jetzt zu viele Begriffe, also. Ja. Zum Glück bin ich nur die Köchin. Und ich putze. Aber und sie glauben gar nicht, wie viel Dreck die da oben machen. Wenn man auf so einem Schiff nicht von Anfang an alles immer genau dahin packt, wo es hingehört, da findet man hinterher nichts wieder. Das reine Chaos. Während du isst, nimmt sie irgendwann tatsächlich so ein Taschentuch und wischt kurz so ein bisschen von der Soße, die so an der Backe hat, wischt die so kurz weg. Die sagt da überhaupt nichts zu. Also, sie hat nicht vorher reingespuckt. So, aber sie macht das mit einer so unglaublichen Selbstverständlichkeit. Es gibt Momente, wo sie mich ein wenig an meine Mutter erinnert. Und wie ist dein Name? Kiria, sagtest du? Mhm. Wo kommt ihr denn her? Ich komme aus Sandspitze. Aus Sand? Kenne ich nicht. Wo ist das? Bei Magmima. Ha. Von Magmima kommen wir gerade. Oh, die haben ganz schön bescheuert geguckt, als wir da rangekommen sind. War da noch ein Zirkus vor den Stadtmauern? Also, da stand so eine Gruppe Zelte. Und die hatten auch Tiere dabei, aber ein Zirkus braucht doch so ein großes Zirkuszelt, oder? Das ist kaputt gegangen. Ha.
Aber die haben da so einen anderen großen, also das habe ich von oben gesehen, wie so eine Arena oder sowas. Ja, das habe ich wohl gesehen. Ne? Wie lange wart ihr denn da? Nicht lang. Ein paar Tage. Was habt ihr gemacht? Wir haben ein bisschen gehandelt, haben Frischwasser aufgenommen und sowas. Wir waren ein bisschen länger unterwegs von Uslav und haben Vorräte gekauft und diese Passagierin, er zeigt so zu der Frau mit der Halbmaske, so dieser Elfe, und haben die Passagierin da vorne aufgenommen. Ach, die gehört gar nicht zu euch. Ja, das weiß man bei uns nie. Hier, Keneri, er zeigt auf den Isoki. Der war eigentlich auch Passagier. Aber er geht nicht mehr. Also ich meine, der kam, hat als Passagier, und seitdem bleibt der. Ich habe keine Ahnung, ob der wieder geht. Aber ab und zu ist er ganz praktisch. Das hört sich spannend an. Hm. Und was macht ihr? Ihr handelt, oder? Ja, so dies und das. Wir bringen Sachen von A nach B und handeln. Okay. In erster Linie sind wir, glaube ich, ein Sammelbecken von Leuten, die kein Zuhause haben. Wart ihr deswegen jetzt dann auch in die Zwergenstadt, oder? Ja, für, also uns war ja egal. Richtung Osten ist schon okay. Aber sie wollte nach Janderhof und dann kann man da auch hin. Wie lange braucht ihr, um da rüber zu kommen von hier aus? Eine Woche. Also je nachdem, wie der Wind steht. Wenn wir Rückenwind haben, dann schaffen wir es in einer Woche. Wenn der Wind schlecht steht, eher 2 Wochen. Also 4-mal schneller, als wir unterwegs wären. Ich meine, ihr habt dieses Tier dabei. Damit ist man jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig schnell. Ja, danke. Tröd macht sich Platz. Tröd macht sich Platz, wenn er braucht. Ja, das glaube ich. Tröd passt zu uns wie euer Schiff zu euch. Irgendwie gehört er dazu. Ja, unser Schiff passt sehr gut zu uns. Ja, unser Tröd passt offensichtlich auch sehr gut zu uns. Die Wolkensprenger. Das war dein Name? Na, das Schiff, nicht meiner. Ach so, nein, ich dachte, vielleicht heißt ihr alle zusammen die Wolkensprenger oder so. Nein, das Schiff heißt Peschblütens Wolkensprenger. Warum haben wir eigentlich keinen coolen Teamnamen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das da ist, er zeigt dann zum Doktor. Stagros Nigelius. Er ist Magier. Offensichtlich, wenn er da oben Elementare reinstopft. Ja, ja. Fräulein Nettles war schon mit ihm zusammen, bevor wir unterwegs waren. Nein, ich bin später dazu gekommen. Wie gesagt, Kenari da vorne ist Alchemist und eigentlich, naja, keine Ahnung, was er ist. Offensichtlich ein Rattenmensch. Isoki. Sie nennen sich Isoki. Oh, okay. Die mögen nicht Rattenmensch genannt werden, gilt als unhöflich. Okay. Die Amoruni da vorne ist Klerikerin. Und toucht Leute einfach so ungefragt an. Nee, das liegt vielleicht an ihrer Göttin. Sie ist Kalistria-Klerikerin. Die können besonders gut antatschen. Cosma heißt sie. Das mag ja sein. Aber Trinket ist in einer schlechten Phase, um angetatscht zu werden. Aha. Er guckt zu Trinket rüber. Pubertät? Mhm. Ist das nicht die beste Phase, die es gibt? Also ich meine, ist bei mir jetzt schon ein Moment her, aber... Was wäre denn sonst eine gute Phase, um angetatscht zu werden, Kiria? Nach der Pubertät. Okay, wenn du weißt... Bist du da schon so lange raus. Hör mal. Lange. Du merkst kurz, Kiria, dass Dani dich anschaut und ein bisschen mustert.
Aber nicht auffällig und nicht lang. Ja, und die Blechdose da vorne, das ist Mathilda. Und, ja, und glaubt's oder nicht, sie ist Streiterin. Für wen? Kannte ich vorher nicht. Brick. Brick? Brick. Das sagt mir jetzt... Mach doch mal eine Probe auf Religion. Gehirn durchsuchen. Dani? Ja? Wird Mathilda von jemandem gesteuert? Nee. Wie funktioniert das? Ich hab keinen Schimmer. Wer hat sie hergestellt? Frag sie. Na, ich lass das lieber. Hinterher will die auch nicht als Blechdose behandelt werden. Ja, 15 reicht mir. 25. 25. Brick, also B-R-I-G-H geschrieben, ist tatsächlich genau für sowas. Also Gottheit, der Erfinder des Erschaffens, der Geistenblitzes und sowas. Also zumindest ordnest du es so ein. Eine Gottheit, die auch keine klare Ausrichtung in gut oder böse oder sonst was hat, deines Wissens nach. Ja. Huh. Sehr selten. Also vor allen Dingen wüsstest du nicht eine einzige Stelle in Varisia, wo Brick angebetet wird. Was daran liegt, dass es hier auch keine, also quasi keine Automatons gibt. Also das ist mega selten. Ich glaube, dann würde Nissa so die letzten Reste noch runterschlucken und dann so mal ein bisschen Richtung wie war ihr Name nochmal? Mathilda. Mathilda. Mhm. Rutschen. Während Nissa das macht, gehe ich an den anderen vorbei. Ich muss mir nochmal die Hände waschen. Okay. Geh nochmal zum Eimer und wasch mir die Hände. Ja. Fräulein Nettles sammelt dann übrigens die ganzen Teller wieder ein und holt Wasser in so einer großen Schüssel und fängt an zu spülen. Krempelt danke. Sich so das grüne Kleid hoch. Die nimmt auch deinen Teller mit. War sehr lecker, danke. Das freut mich. Das freut mich. Möchte jemand noch Nachtisch? Ja. Sehr gern. Was gibt's denn? Ich habe Honigkuchen. Ja, ich auch, bitte. Gut. Ja. Nach dem Spülen. Sie macht das erst fertig und danach geht sie halt rum und bringt jedem so eine Scheibe Honigkuchen so richtig schön mit Butter drauf. Oh mein Gott. Danke. Das sieht gut aus. Ja, sie hält jedem ein Tablett hin. Erst Nissa, ne? Dann Draxa. Wie sagt man? Danke. Ja, mit Gegen Segen und so. Ja, und dann reicht sie das rum. Junger Mann, wie sagt man, wenn man sich was nimmt? Vielen Dank. Geht doch. Ja, geht sie auch zu Kiria. Vielen Dank, liebes Fräulein Nettles. Wohlerzogene junge Dame. Jetzt kommt zu den anderen. Guckt ihre Besatzung an. Schaut euch Kiria an. Da könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden. Ich guck zu Dani und sag, mein Gott, ist die einfach zu steuern. Naja, sie mag halt gutes Benehmen. Ja. Sie sagt immer, sie wäre ein Mädchen der alten Schule. Mädchen war jetzt nicht das, was, aber sie nennt sich ja auch Fräulein. Naja. Ich würde sagen, ein Glück, sie an Bord zu haben. Ich habe zugenommen, seit ich an Bord bin. Ach, das fällt gar nicht auf. Er schmutzelt ein wenig. Nissa, du kommst zu Mathilda. Die steht tatsächlich da und scheint die Umgebung zu beobachten, so als würde sie Wache halten.
Hi. Guckt sich zu dir um. Guten Tag. Jo. Brick, hä? Also, ich meine, du bist Streiterin? Nee, ja. Ja. Ich bin Streiterin in Briggs Sache. Ah. Was ist so Briggs Sache? Also, ich meine, für dich, was machst du so? Brick ist die Herrin der Perfektion. Sie zeigt uns, dass alles auf der Welt ineinander greift wie Zahnräder. Dass es nur ein Gesamtes funktionieren kann, wenn jedes einzelne Teil funktioniert. Mhm. Sie sorgt dafür, dass die denkenden Wesen Geistesblitze haben und neue Dinge erfinden können. Und was ist dann so also was macht dann ein Streiter von der Göttin der Geistesblitze? Nun, ich beschütze das. Die Gruppe oder das Schiff? Beides. Hm. Dieser Mann, sie zeigt zu Dr. Nigelius, er ist genial. Ich bin schon ein bisschen länger auf dieser Welt unterwegs und ich habe noch nie so einen brillanten Geist gesehen wie ihn. Hm. Das macht dann Sinn für dich, klar. Und du? Caden. Hallo, Caden. Also ich meine, nein, ich bin Nissa und ich bin Streiterin für Caden, Kelly. Ah. Eine Mitstreiterin. Ja. Ha, ha, ha. Ja. Man sagte mir, das wäre Humor. Ich muss noch ein wenig üben. War nicht schlecht. Du siehst, sie ist wirklich reich verziert. Also es ist nicht einfach glattes Metall. Das ist, also grundsätzlich ist sie silbern, aus silbernem Metall. Wer auch immer sie geschaffen hat, hat sich Mühe gegeben, einen weiblichen Körper zu bauen. Also grundsätzlich von den Formen. Sie trägt kleine Kleidung. Das heißt, es ist nicht anatomisch genau gebaut, aber grundsätzlich ein weiblicher Körper. Auf der ihrer silbernen Haut siehst du, wie so Ranken in Messing, die aufgelegt sind. Ihre Augen sind, du würdest sagen, Rubine. Also, die wäre ganz schön viel wert auf dem Alteisenmarkt. So, ne? Also, du siehst diverse Edelsteine, du siehst dieses goldene Metall, das silberne Metall. Und du siehst, dass sie an den Unterarmen so Öffnungen hat. So wie so Klappen. Hat schon mal jemand versucht, dich zu klauen? Zu entführen wäre, glaube ich, der richtige Terminus. Ja. Stimmt. Damit man mich stehlen kann, müsste ich jemandem gehören. Aber ich gehöre niemandem. Ja, sorry. Nicht schlimm. Ein häufig gemachter Fehler von Menschen und, wie ich jetzt weiß, auch Halborks. Ja, wie gesagt, nichts für ungut. Ich kann nicht verärgert werden. Praktisch. Dann bist du ja sicher, was das angeht. Verteidigst du dich dann? Also ich meine, das ist so dein Ding. Also meins ist so der Rapier. Ah, über welche Waffen ich verfüge, möchte ich gerne wissen. Genau. Sie, die Hand klappt nach oben, weiter
als sie bei einem Menschen anatomisch sollte. Aber sie ist nun mal ein Roboter. Also sie kann die Hand quasi so auf den Unterarm klappen. Und aus einer der Öffnungen am Unterarm schwingt dann so eine Klinge nach vorne. Wo, und dann ist da, wo vorher die Hand war, eine etwa, ja, so lange, so eine 40 Zentimeter lange, sehr scharfe Klinge. Also ungefähr etwas mehr, so unterarmlang klappt das nach vorne. Bei Caden schwitziger Kimmer, das ist schon echt. Dieser Caden scheint ein lustiger Mann zu sein. Ja, das ist er. Also, ja klar. Cool. Und also, ich verfüge darüber hinaus über ein Arsenal an Energieangriffen. Oh, so wie Magie? Nein. Okay, eher dann. Wie bei einem Gewitter. Oh. Okay. So, also unser Trinket kann auch Blitze machen. Sie dreht sich zu Trinket um, aber er scheint anders zu sein als ich. Er wirkt so, als wäre er aus Fleisch und Blut. Ist er auch. Bei ihm ist das wohl so eine göttliche Sache. Interessant. Dann, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, ich bin dann wieder da drüben. Also ich gehe nicht weg, ich bin nur dann wieder da drüben. Zögern Sie nicht, mich anzusprechen. Wenn ich behilflich sein kann, tue ich das gerne. Super, cool. Möchtest du noch was von meinem Kuchen abhaben? Ich müsste auch ein bisschen auf die Linie achten eigentlich. Du siehst so aus wie ein halbes Hemd. Noch immer. Also sehr schmale Hüften. Ja, dann gib her. Was macht ihr so? Ich meine, ja, ich weiß, wir sind die Freaks, aber ihr sitzt gerade um Lagerfeuer und habt einen Elefanten dabei. Weil wir auf der Reise sind. Das ist jetzt nicht so freaky, finde ich, wenn man dabei zu Fuß geht. Gut, der Elefant sticht ein bisschen raus. Wohin soll's denn gehen? Entschuldigung, ich will nicht zu aufdringlich sein. Ja. Boah. Ja. Der Zwerg wollte seine Familie besuchen. Interessant, wir sind gerade auch unterwegs zu den Zwergen. Echt gehört. Verrückter Zufall, oder? Dass ihr es irgendwie, wenn ihr auch aus Magnima kommt und dahin wollt, und wir kommen aus Magnima und wollen dahin, dann ist das hier so die Route, wo man sich halt so lang bewegt. Ja, aber ihr könnt auch fliegen, ihr könnt doch auch eine andere nehmen, oder nicht? Ich meine. Ja, schon ziemlich die direkte. Und der Doktor will möglichst immer von Stadt zu Stadt. Ja, gut, macht ja Sinn, wenn man Vorräte braucht und handeln möchte. Naja, also dann haben wir so ungefähr die gleiche Richtung. Trinket. Eine Klerikerin setzt sich neben dich. Hallo. Hi. Sehe ich das richtig? Sind es Zeichen Pharasmas, die du noch trägst? Ist richtig. Und ich glaube, das, was du hast, das habe ich auch schon erkannt, Kallistria, oder? Ja, genau. Bist du Kleriker? Ich bin Kleriker, ja. Es freut mich immer, einen Bruder im Geiste zu treffen. Das freut mich auch. Wobei, also du musst eigentlich auch Nissa mal kennenlernen, weil die ist ja Caden-Anhängerin und Caden und deine Göttin, die verstehen sich doch ganz gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Naja, mit wem versteht sich Kallistria nicht gut? Ja, das stimmt wohl. Kann ich dich was fragen? Na klar.
Also, ich will eigentlich, also ich will langsam verstehen, wie Emotionen, also so Liebe und sowas funktioniert. Und irgendwie habe ich bis jetzt eigentlich mehr so flüchtige Bekanntschaften gehabt, aber ich glaube, ich will irgendwann auch mal was anderes ausprobieren. Was muss ich denn da machen, dass eine Frau mich gerne mag und auch länger gerne mag? Du. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist nicht die optimale Frage für dich, aber vielleicht weißt du das trotzdem, weil du bist ja eine schöne Frau und du hast doch bestimmt schon Männer dazu gebracht, dass sie sich auch länger in dich verliebt haben. Naja, durchaus. Also, ich sag dir, was so ziemlich alle Frauen mögen. Dass man versucht, herauszufinden, was genau diese Frau mag. Dass man ihr zuhört, wenn sie was erzählt. Und dass man nicht zuhört, um zu antworten, sondern zuhört, um zu verstehen. Okay. Aber ich glaube, du machst dir viel zu viel Gedanken darüber. Was sollte ich mir für Gedanken dann machen, statt, also, oder wo weniger drüber nachdenken? Also, schau, die Welt ist voller Männer und Frauen. Mhm. Und irgendwann finden sie zusammen und manche bleiben länger zusammen und manche nicht. Aber am Ende merkt man das, glaube ich, wo es passt. Und wenn du weißt, dass du eine bestimmte Frau zu deiner Frau machen möchtest, was ich grundsätzlich, aber egal, dann wirst du auch wissen, was du zu tun hast. Glaub mir, auch deine Eltern sind nicht in einen Kursus gegangen. Und haben sich vorher erklären lassen, was man machen muss, damit man sich verliebt. Hm. Bist du denn verliebt? Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, ich möchte aber wissen, wie richtiges Verliebtsein ist. Es ist, als hätte man einfach viel zu viel Energie im Körper, wenn man diesen Menschen sieht. Ja gut, aber das habe ich bis jetzt eigentlich immer gehabt, wenn ich Frauen toll fand und die mich irgendwie auch... Weiter oben. Im Bau? Oder ja, und im Herzen. Oben? Das zu viel Energie, wenn du sagst, das hast du bei allen Frauen, die du siehst, ist, glaube ich, weiter unten. Ich meine ja nicht bei allen, die ich sehe, aber okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Okay. Es ist eher so, als würde der Kopf leicht werden. Das Gefühl kenne ich, glaube ich. Aber das ist dann so ein kurzes Gefühl, ne? Nur so ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber eigentlich nicht. Und eigentlich ist das jedes Mal, wenn man diese Person sieht. Ach so. Hm. Das ist so, dass... Wenn man diese Person sieht, möchte man einfach... Wenn man verliebt ist, möchte man immer in der Nähe dieser Person sein. Man möchte von dieser Person gemocht werden, man möchte immer dort sein. Man macht sich die ganze Zeit Gedanken über diese Person, selbst wenn sie nicht da ist. Und das Gefühl ist eher hier. Aber das Gefühl habe ich eigentlich bei den allen drei da und ich glaube, das ist nicht dasselbe, oder? Nein, das glaube ich nicht. Das bei allen drei, also ich meine, es kann durchaus sein, dass auch das gibt's. Also Menschen können mehr als eine Person lieben, aber das macht das Leben manchmal ein bisschen kompliziert. Es fühlt sich wahrscheinlich auch bei jedem anders an. Okay. Aber das ist so, was ich dazu erklären würde. Hm. Wobei mehr, also mein Fachgebiet fängt eher an, wenn das mit dem Verliebtsein schon geklärt ist. Du hast eine spannende Göttin.
Das ist richtig. Was magst du denn für Sachen? Ich mag neugierige Männer. Ich mag geschickte Männer. Ich mag Männer, die wissen, was sie wollen. Und ich mag Rotwein. Magst du mir einen Rotwein holen? Natürlich gerne. Ich spring auf und hole ihr Rotwein. Ja. Wollte ich nicht, dass du ein Zelt baust. Nigelius kommt zu dir, Draxa. Ich habe da eine Skizze gemacht. Ja. Und ich denke, wir könnten das schaffen. Ach, den wir müssten ein paar Bäume fällen. Seile haben wir genug. Flaschenzüge auch. Wir bräuchten tatsächlich Holz. Ja, und wir sind hier im Wald. Da ist ja wir bräuchten ein kräftiges Gegengewicht, weil wenn auf der einen Seite des Schiffes sehr viel Gewicht kommt, dann würde es auch ein Luftschiff kann kentern. Mhm. Es kann kippen. Es wird immer noch fliegen, aber es kann kippen. Aber, also brauchen wir auf der anderen Seite ein Gewicht, was dem Gewicht entspricht, das wir hochheben möchten. Zumindest wenn es so viel Gewicht ist. Ihr seid ja wirklich ein sehr erfinderischer... Ja, schau da mal hier. Ja. Er zeigt dir das und du siehst so eine Bildung mit so eine Abbildung mit lauter Strichen, wo so Seile in über mehrere Rollen geführt werden und tatsächlich ein große Holzkiste auf der einen Seite ist, wo er Elefant draufgeschrieben hat. Also das ist nicht der Elefant. Der Elefant müsste in die Holzkiste rein. Aha. Und wie? Dann geht das hier rüber. Genau. Dadurch, dass man sehr viele Rollen hat und die so ineinander verschränkt sind, braucht man weniger Kraft aufzuwenden, als der Elefant wiegt. Man muss bloß sehr viel mehr Strecke zurücklegen. Sagt euch das Prinzip des Seilzugs etwas? Nein. Ha. Weil ich sowas schon gesehen habe. Also in Janderhof gibt es sowas auch. Aber eure Baumeister müssten doch Flaschenzüge benutzen. Ja, sicher. Also, und habt ihr schon bemerkt, dass eure Baumeister dann Felsen anheben können? Mit Hilfe dieser Apparatur, die so schwer sind, dass ihr sie nicht anheben könntet, obwohl ihr stärker seid als der Baumeister. Jetzt kommt mir da... Ja, ich habe sowas gesehen. Und so, das nennt sich dann Seilzug oder wie war das? Flaschenzug. Und wenn man mehrere davon hintereinander packt, dann braucht man zwar sehr viel Seil, aber wir haben jede Menge Seil dabei. Und dann würden wir es schaffen, das alles nach da oben zu bringen. Faszinierend. Ja. Und ihr wollt nach Janderhof, hattet ihr gesagt. Ja. Er guckt nach oben und du siehst, dass er in seinem Kopf quasi schon die Haltepunkte an dem... Also irgendwie berechnet er gerade in seinem Kopf schon Dinge. Und ihr würdet uns mitnehmen wollen können? Denke schon. Was für eine Gegenleistung würdet ihr denn haben wollen? Hallo? Sekunde. Er schreibt was in das. Mhm. Wissen Sie, wie schwer das Tier ist? Nein, nicht genau, aber auch nicht so leicht. Ja, das dachte ich mir. Er klappt das zu? Ja, aber passt. Vielleicht brauchen wir noch ein Luftelementar mehr. Wo kriegen Sie den denn her? Das ist meine Aufgabe. Ach so. Ich bin Magus. Ich bin durchaus in der Lage dazu, Elementare zu beschwören.
Ja. Ja, es dürfen nicht spannend. So viele sein, weil dann wird denen da oben zu eng und dann streiten die sich. Das ist furchtbar. Ich hatte mal 6 Stück da oben drin, der ganze Sack ist gerissen, wir sind abgestürzt. War... Ja, aber ja. 4 bis 5 geht. Bin ich in der Nähe, dass ich das mit einem Ohr hören kann? Mal Wahrnehmungsprobe. Als er so von Abstürzen spricht. 24. Ja, kriegst du mit. Stürzen? Sie sind abgestürzt? Nee, so unsanft gelandet. Ich hab doch gesagt, das Ding ist nicht sicher. Ach, papalapap. Also der sagt viele schlaue Dinge. Ich bin mir sicher, der ist da, also der weiß, wie man sowas macht. Natürlich ich, weiß ich, wie man sowas macht. Ja, eben. Wir sind von Usterlaff bis hierhin. Ja. Wir sind sogar über ein Gebirge geflogen. Das war ziemlich frisch, aber wir haben es geschafft. Kleinen Moment bitte. Ich wink mal die anderen zu mir. Ja, und dann geht er wieder weg und spricht tatsächlich mit Dani und sagt irgendwas wie wir brauchen mehr Seil, du müsstest das so und unterhält sich schon darüber. Also mal abgesehen von ein, zwei Rezepten, die mir das Fräulein hier erklärt hat, habe ich das Gefühl, also die würden uns wirklich bis nach Jandorf mitnehmen. Mhm. Und das könnte tatsächlich schneller sein, als wenn wir da zu Fuß hingehen. Ja, aber guck mal, das ist total mega gefährlich und tröd, ob der das überhaupt mit sich machen lässt. Und ich meine, wir haben ja auch noch Pferde. Was willst du mit den ganzen Pferden machen? Der kann ja nicht einen ganzen Stall da oben haben. Davon abgesehen, guck dir mal diese wackelige Leiter an. Ich meine, Trinket schafft ja nicht mal die Hälfte und dann fällt er bestimmt schon runter. Der hat mir ganz viele Dinge erklärt. Und außerdem, Tröd kriegen wir da hoch. Ich kann einen Zauber, mit dem kann ich ihn beruhigen. Und dann ist das gar kein Problem für Tröd. Und ich finde das auch voll die mega gute Idee. Außerdem, was für eine coole Geschichte. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, damit zu reisen. Mit so einem Seilzug und da geht Seil und Flaschen, also nee, Flaschenzug heißt das, über so Rollen und Holz brauchen, die haben sie gesagt, hat er gesagt. Und was soll der Spaß kosten? Hast du gefragt? Gefragt habe ich. Und? Während ihr euch unterhaltet, Dani klettert gerade die Strickleiter nach oben und kommt kurz danach mit so einer großen Holzfäller-Axt wieder nach unten. Guckt sich schon mal um nach irgendwie geeigneten Bäumen. Ich fange jetzt schon an, Bäume zu fällen. Ich weiß nicht, wir sollten dringend mal klären, was hier jetzt passieren wird. Ich meine, ich glaube, das ist eine Sache, die nicht mal Opa gemacht hat. Wie cool wäre das? Freundlichen Überfall machen? Wieso? Sie die Leute überfallen und das so, dass sie es gar nicht merken? Also ich muss sagen, ich habe... Von einem freundlichen Überfall habe ich noch nie gehört. Ja, und auf eine komische Art und Weise habe ich auf jeden Fall zu diesem Fräulein auf jeden Fall, der vertraue ich. Das ist so, die erinnert mich ein wenig an meine Mutter. Also, aber Nissa, jetzt mal echt. Die sind doch alle total super nett. Diese Klerikerin ist nett, das Fräulein ist total nett, dieser Dani ist total nett. Und ich glaube sogar, dieser Iso-Key oder wie der heißt, der ist auch irgendwie interessant. Ich finde mich schon ganz. Ich sag ja nicht, dass die nicht nett sind. Ich sag ja nur, dass ich nicht auf einem. Dani Schiff steht an dem Baum, zieht sich den Pullover aus, spuckt in die Hände. Ihr seht, wie sich unter seiner Haut die Muskeln abzeichnen. Er ist also relativ so ein bäriger, haariger Typ, muss man sagen, ne? Sieht das so auf dem Rücken oben zwischen den Schultern auch so ein bisschen von diesen grauschwarzen Haaren sind. Jetzt nicht irgendwie komplett Wolle, aber keinen Pullover. Ja, und er zieht nicht den Pullover auf und man sieht
Es sieht so aus, als hätte er immer noch einen Pullover an. Aber es ist halt eher so ein kerniger Bauarbeiter, sage ich mal. Ich ziehe mein Oberteil aus, schnapp mir Ja, dann wollen wir mal. Ja. Muss mit ich das jetzt auch machen? Kräftigen kräftigen Hieben fangen die beiden an, den ersten Baum zu fällen. Und vielleicht sollte ich das machen. Also ich brauche doch Training. Das ist doch Training, oder nicht? Ja, aber ich glaube, du störst die zwei. Die diskutieren gerade was aus, wo du noch nicht mitspielen kannst. Ein paar Mal verwirrt zu Draxer. Schau mal, Nessa, den haben wir gleich runter. Also tatsächlich postet Danny wesentlich weniger mit als Draxa. Der macht einfach. Draxa so, ich glaube, wir sollten diesen Baum nehmen. Oh, lass mich mal nachdenken. Nissa, meinst du, der Draxa findet den Danny gut? Nee, ich glaube eher, das ist so eine. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Also dieses, wer höher küssen kann? Sowas. Weiter spucken, sowas, weißt du? Ja, so. Okay, da verliere ich auf jeden Fall. Ich bin raus. Ja, da bist du sehr weit raus. Ich gehe mal zu. Nee, mach du erst fertig. Wenn ich versuche, mich halt da nicht so, also wenn ich versuche, da nicht so hinzugucken, schweift mein Blick so ein bisschen über die anderen und auch immer wieder mal zu der Elfe hin. Mach mal eine Wahrnehmungsprobe. 20. Du hast insgesamt oder gewürfelt? Insgesamt. Okay. Du kannst nicht den Finger, also das ist die unscheinbarste von allen. Die sitzt halt die ganze Zeit abseits, kümmert sich nicht so sehr um den Rest. Die wurde auch nicht vorgestellt, als Dani gesagt hat, wer dazugehört, ist bloß die Passagierin. Irgendwie hast du das Gefühl, dass sie dir, also irgendwas an ihr kommt dir bekannt vor. Das ist keine Ahnung was, also kannst jetzt nicht den Finger drauflegen. So, aber vielleicht schuldig der Geld. Vielleicht ist sie aus Hetzlauf und ich schuldig. Keine Ahnung, aber du erinnerst dich gerade überhaupt nicht, woher. Vielleicht irrst du dich auch, aber sie kommt dir auf jeden Fall unglaublich bekannt vor. So, wo ist der Doktor? Der steht ein Stückchen abseits von euch, hat inzwischen mehrere Blatt Papier vor sich auf den Boden gelegt, mit so Steinen drauf und scheint Dinge auszurechnen. Geht immer wieder auch zu dem Elefanten. Gut. Und hat so ein Mess, so eine Messschnur, wo so in regelmäßigen Abständen Knoten drin sind und misst irgendwie den Elefanten aus. Ich gehe zu ihm. Doktor? Ja, bin dann wohl ich. Okay. Es scheint hier keiner zu fragen, also tue ich es jetzt. Ja, bitte. Kannst du mal halten? Er drückt dir die Schnur in die Hand. Ja, sicher. Ja. Einmal nach hinten gehen. An den. An den Hintern? Ja. Ja, super. Ich er geht mit der Schnur nach vorne. 17 Knoten. Notiert sich das. Dankeschön. Ja. So. Komm zu dir näher. Einmal da seitlich hingehen. Ich, ich gehe auf die andere Seite. Mist. Die Breite. 5,5 Knoten. Danke. Kannst du klettern? Ja. Ich gehe auf Tröd hoch. Ja, danke schön. Einmal auf Kopfhöhe ungefähr. Ich beug mich zu Tröd rüber. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass das artgerechte Haltung ist.
und halte an seinen Kopf. Er misst dann bis unten. 7,5 Knoten. Prima. Dankeschön! So, ich gehe von Tröd wieder runter. Ja, Nigelius sieht so aus, als wollte er gerade wieder gehen. Stopp! Ich hatte eine Frage. Ja. Oh! Ja, eine Frage. Okay. Basteln Sie gerade einen Käfig für unseren Elefanten? Und nein. Nein. Ich berechne, wie groß das Gegengewicht sein muss. Okay. Wer sagt, dass wir mitfahren? Ach so. Vorsicht, Baumfeld! Rumpf! Entschuldigung. Ich würde gerne dazu stoßen. Also er scheint davon überzeugt zu sein. Schließlich fällt er die Bäume mit. Schön. So, ja. Kiria, ich würde gerne dazu stoßen. Ja. Also Sie wollen doch jetzt wissen, ob Sie den Elefanten da hochkriegen, oder? Trinket, warte mal ganz kurz. Was soll uns das denn kosten? Also nur für den Fall, dass wir das überhaupt machen und das ist noch überhaupt nicht ausdiskutiert. Habt ihr Vorrat mit? Ja, für uns. Für uns? Ah. Fertig. Ein bisschen was in die Rucksäcke passt. Wir sind unterwegs. Und sagen wir 2 Silber pro Tag und Bein. Also 4 Silber. Oh mein Gott, und der Elefant hat 4. Der Elefant zählt gleich? Der Elefant hat 4 Beine, das ist richtig. Und was ist mit den Pferden? Die haben auch 4 Beine. Also Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass Sie alle Pferde und den Elefanten und uns alle noch in dieses Schiff stopfen wollen. Das wird doch niemals funktionieren. Doch, das geht. Sind denn da genug Räumlichkeiten da oben überhaupt in dem Schiff drin? Also das Schiff ist tatsächlich relativ groß. Ne, es ist jetzt nicht so ein kleines Bötchen. Das ist schon ein stattliches Luftschiff. Wie gesagt, ich bräuchte noch wahrscheinlich 1 oder 2 Luftelementare mehr. Ja, das passt. Okay. Also wir haben Tröd. Okay, ich rechne das aus. Machen Sie weiter, was auch immer Sie tun. Ja. Also, wir haben... Wollten Sie noch etwas, junger Mann? Wollten Sie noch was, junger Mann? Ja, ich hatte eigentlich überlegt, das ist doch eigentlich ein ganz spannendes Experiment auch für Sie, ob das klappt, auch um in Zukunft zu wissen, ob Sie solche Traglasten tragen können. Deswegen wollte ich ganz gerne wissen, ob wir nicht vielleicht über ein Silber-O-Bein reden können. Also wissen Sie, meine Berechnungen ist nicht, ob wir das schaffen, sondern wie wir das schaffen. Mhm, ja, aber sowas muss man ja auch überprüfen, das ist ja ein Experiment. Und wenn wir bei dem Experiment mitmachen und unser Elefant könnte ja runterfallen, das wäre ja ein Schaden für uns, da ist ja ein Risiko. Deswegen wollte ich ja ganz gerne wissen, ob wir uns vielleicht auf 1 Silber pro Bein einigen können. Diplomatie. Sollst du bekommen, wenn ich es filme. Diplomatie. Eine natürliche 20. Ha! Junger Mann, Sie haben recht. Es ist ein äußerst interessantes Experiment, auf das Sie sich einlassen. Und ich habe völlig verachtet, dass es für Sie eine komplett neue Erfahrung ist. Und was soll ich sagen? Für den Elefanten erst. Oder ist der Elefant schon mal... Wissen Sie, ob der Elefant schon mal Luftschiff geflogen ist? Nein, ich glaube nicht. Wissen können wir es jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Sollte ich einen Artikel darüber schreiben, wäre das für Sie in Ordnung? Völlig. Mit namentlicher Nennung? Sehr gerne. Dann können Sie so mitfliegen. Jetzt habe ich gerade ausgerechnet. Jetzt gibt ihm doch nicht doch Geld. Jetzt habe ich es ausgerechnet, jetzt bezahlen wir das auch. Nein, habe ich nicht gesagt, dann lege ich das wieder weg. Ja, Sie haben recht. Es ist ja auch nur eine Woche. Das ist okay, Kiria? Seit wann hört man? Also ich bezahle Ihnen jetzt kein Geld dafür, ne? Also so weit geht's nicht. Seit wann hört irgendjemand hier auf mich? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, aber also ich hatte das Gefühl, dass Nissa ein bisschen unwohl dabei ist, aber ich glaube, Draxa möchte das auch unheimlich gerne und also ich will das auf jeden Fall auch. Naja, und ich fände die Story an sich schon ziemlich geil. Ja. Also, was gemacht haben, was Opa nicht gemacht hat, finde ich schon ziemlich geil. Er dreht sich zu euch um. Abgemacht? Ich habe das bei Nissa so gelernt, oder? Ich habe das genauso gemacht, wie Nissa das immer macht. Gut, gut. Dann brauchen wir jetzt mehr Holz. Ja, das kriegen wir alles hin. Oh, ich helfe auch beim Holz und ich schnapp mir jetzt eine Axt und ich versuche so gut wie möglich nicht im Weg zu sein. Ja. Gut, also es müssen schon... Junge, du kannst da ein paar Äste abmachen an den Stämmen, die schon liegen. Alles klar, mache ich und ich ziehe mein Oberteil aus. Also das Bild ist schon... Also eine Bildunterschrift, die ich wählen würde, wäre Kontrast. Maxa auf frisch bestellt. Ja, also es ist schon... Porree-Porree-Lauch. Ist schon, ja, der Kontrast ist recht groß zwischen den anderen Kerlen und dir. Mathilda macht dann tatsächlich auch mit. Und das wirkt ein bisschen komisch, weil bei ihr sieht es halt überhaupt nicht angestrengt aus. Weil sie halt ein Automat ist. Aber die hat auch echt viel Kraft. Bei mir auch nicht. Two and a half man tatsächlich. Ja, das ist. gut. A robot. Ich starre immer wieder mal Dolche Richtung Dani. Mhm. Mhm. Aber ich versuche es. Ja, warum? Der kriegt mein Küken an. Das geht nicht. Während ich von einem Baum dann zum nächsten gehe, gehe ich kurz bei dem vorbei. Der ist gar nicht schlecht. Also, vielleicht nicht ganz meine Kraft, aber eine gute Technik. Ja, und gehe zum nächsten Baum. Irgendwann hörst du, Nissa, ja. Irgendwann hörst du noch, wie Nigelius den Isoki, also Negeri, fragt, Kemeri, so. Sag mal, weißt du, ob diese Gegend hier für Herbststürme bekannt ist? Ich hab keine Ahnung. Wer hier Wetterforscher? Frag doch die von hier ist. Die Spitzohr da vorne. Ja, dann. Und dann geht er zu der Elfe. Mhm. Hör mal mit einem Ohr zu. Okay. Also während alle anderen gerade total euphorisch sind, sich darauf vorzubereiten, zu fliegen. Ich baue Zelt ab. Ja, ist außerdem Wort... Man hört oft von Weitem so ein bisschen schwingen, 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 die Axt immer in den Baum. Die Axt ist eigentlich bestimmt fast voll angepisst. Fast. Ist gut möglich. alles, was bei dir hängen geblieben ist, von der Frage, die der Doktor gerade eben gestellt hat, war das Wort Herbststürme. So, also viel mehr. Und ihr merkt eigentlich auch alle, irgendwann merkt ihr tatsächlich, dass Nissa ein bisschen grünlich blasser ist als sonst. Gerade sagen, grünlich ist sie doch immer. Darum höre ich auch zu. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie sagt, nö, es ist nicht bekannt für Herbststürme. ja. Also sie weiß es einfach nicht. Shit. Also du merkst, sie hat keine Ahnung. Nissa, soll ich deine Zeltplatte auch abbauen? Weißt du, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn jemand betreut hier unten bleibt und euch nachkommt? Dann können wir die Zwerge auch darauf vorbereiten, dass ein Halborg praktisch ins Allerheiligste von Draxas Familie kommt und das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Vielleicht sollte ich nachkommen. Es ging um den Elefanten. Also deswegen fliegen sie umsonst mit, nicht wahr?
Oh, Malz! Also, wissen Sie, also mein Pferd, das hat so extrem Verstopfung, das kann ich Ihnen ja nicht antun, weil wenn es dann mal losgeht, dann das auf einem Schiff, also gar keine gute Idee, glaube ich. Aber Nissa, was ist, wenn wir in Probleme kommen und du bist dann nicht da? Verschwitzt wie ich bin, gehe ich mir gerade Wasser holen und sage, ach, Nissa, das wird schon, mach dir keine Gedanken, und trinke einen Schluck Wasser und gieße mir den Rest über den Kopf. Schüttelst du dann auch so die Haare so? Ja. Der Iris. Was geht hier? Ich gucke nochmal nach Pilzen. Man kann nie sicher genug sein. Nissa, aber wenn es nachher soweit ist, dass wir auf das Schiff draufgehen, dann kann ich dir helfen. Ich hab da so einen Zauber, den hat mir Farasma beigebracht. Damit kann ich dir wirklich helfen. Dann ist das nicht so schlimm, wirklich nicht. Ich gehe auf kein Luftschiff, Boss. Ich muss mal zu Draxa. Ja, was denn? Und rein. Also jetzt mal angenommen, die Nissa, die traut sich nicht da hoch. Was? Wenn wir jetzt den da vorne, den, na, Rattenmensch sollte ich nicht sagen, den Isoki, so hieß das, oder? Wenn wir den mal fragen, ob der vielleicht ein Beruhigungsmittel hat oder was zum Einschlafen. Ist das gemein oder ist das okay? Also, du hattest ja gesagt, du hast auch irgendwie eine Möglichkeit, Tröd, falls er etwas aufgeregt ist, zu beruhigen. Ich glaube, das ist sowas Ähnliches, oder? Ja. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, eigentlich, dass Nissa Angst hat. Also. Nein, aber sie wirkt so besorgt. Schwitz, genau, es läuft mir. Witz schlimmer als Draxa. Ja, du kannst ja mal fragen, ob irgendwas Leichtes zur Beruhigung. Ich frag ihn mal. Und ich hacke weiter. Mhm. Du gehst also zu Kineri. Kineri, genau. Mhm. Du Kineri? Ja. Du hast doch ganz viele tolle Tränke und die können ganz viel, richtig? Stimmt! Ein Kenner! Ich habe mal eine Frage. Also der hier? Ja. Nimmt so ein Fläschchen. Der stinkt so sehr, als hätten 25 Trolle in diese Flasche gepupst. Nein. Ist das schlimmer, als wenn ein Troll 25 Mal da reinpupst? Habe ich nicht ausprobiert. Aber es stinkt sehr schlimm. Guck mal, er macht den Deckel auf und hält hier die Flasche. Ich nehme mal einen Tuch. Ja, mach mal einen Rettungswurf auf Zähigkeit. Gerne. 14. 14 reicht nicht. Tatsächlich, er macht, also noch bevor er den Stöpsel wieder drauf gemacht hat, hast du dich schwallartig in die Wiese übergeben. Das gute Essen. Wenn das Fräulein. Oh. Stinkt super, oder? Das war es wert, glaube ich. Aber sag mal, hast du auch was Spezielles, dass sich Leute gut beruhigen oder dass sie vielleicht sogar einschlafen? Weil ich glaube nämlich, die Nissa, die hat ein bisschen, ich glaube, die wird sehr langweilig. Langweilig? Ja, immer wollen so. Kannst du was heile machen? Kannst du, dass sich jemand beruhigt? Kannst du machen, dass irgendwas total schön riecht? Okay, langweilig? Ja, kann ich. Okay, aber wenn du sowas hättest, das wäre schon ziemlich cool, denn ich würde nämlich ziemlich gerne sehen, wie das aussieht, wenn man von da oben was runterwirft, also wenn wir unterwegs sind, was unten explodiert. Das ist cool! Weiß ich, also glaube ich. Oh Gott. Das könntest du mir dann vielleicht auch zeigen, aber dafür müssen wir die Nissa ja erst überreden, dass die mit aufs Schiff kommt. Aha. Weißt du, wo ist denn Nissa? Das ist die Halborg-Dame da vorne. Okay. Und die muss ich überreden. Das wäre super.
Alles klar, wird gemacht. Er geht los. Gott. Was hast du getan? Die ist eine Woche ausgenockt. Also, Keneri kommt auf Nissa zu. Hallo. Hi. Na? Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Kannst du gut klettern? Das geht. Ha. Kommst du eine Strickleiter hoch? Ja. Du siehst so aus, als wärst du stärker als ich. Und die ganzen Pfeifen da vorne schwitzen um die Wette und hauen Bäume um. Ja. Das stimmt. Ich bräuchte da oben jemanden. Das tut mir wahnsinnig leid und ich würde dir gerne helfen, aber ich fürchte, ach komm, das ist sei kein Frosch. Das ist sehr weit oben, weißt du? Das ist doch gar nicht so weit oben. Also tatsächlich ist es im Moment, ist das gar nicht so wahnsinnig weit oben, ne? Ja, Leiter ist auch nicht hoch. Für jemand mit Höhenangst. Ich sag's nur. Das ist schon trotzdem also, ziemlich hoch. Aber ich bräuchte schon ein bisschen Hilfe. Och, Menno! Ich mach mal eine Probe auf die Überzeugungskünstler. Oh, ja, eine 18. Ich habe eine 18 gewürfelt. Das ist, gegen Willen? Das ist ziemlich, oder? Ja, was ist denn dein Willen plus 10? Willenrettungswurf 19. Plus 19. Guck mal, dann bin ich drüber mit einer gewürfelten 18. Na komm, du musst doch bloß diese eine Leiter hoch. Ich meine, guck mal, was für dünne Ärmchen ich habe. Stimmt, hat er. Aber nur solange es angebunden und nicht so weit oben ist. Die bauen hier doch dieses Dingsi für euer ja, komisches Pumsi. Okay. Und das fliegt auch nicht plötzlich los. Nee, oder steigt auf. Oder warum so. Sollte es? Es ist doch da angebunden. Wollte auch nicht fliegen. Na gut, das. Ich krempel mir die Ärmel hoch und fange dann auch an. Mach mal einen Willenrettungswurf. Nicht gewürfelt, komm. Sondern zusammen. 20. Geht locker. Also es ist nicht schön, aber du kommst da gut die Leiter hoch. Du guckst auch die ganze Zeit nicht nach unten. Die Strickleiter ist so 10 Meter. Okay. Also du bist oben auf dem Schiff quasi wie so auf dem 10 Meter. Auf der Hälfte rufe ich, was genau soll ich noch holen? Ich komm mit hoch, geh erstmal hoch, ich komm dann. Fällt mir auf, dass er nicht gerade gesagt hat, dass er nicht hochkommt. Nee, hat er nicht gesagt. Er hat bloß gesagt, er braucht Hilfe und ist nicht stark genug. Na gut, dann bin ich oben. Okay, er klettert sehr behende und schnell hinterher. Und sagt, da vorne, diese schwere Kiste, da sind die ganzen Flaschenzüge drin. Die müssen nach unten. Könntest du die hier an die Kante heben, damit wir die dann runterlassen können? Na gut. Heb die Kiste. Du beugst dich runter, um die Kiste zu heben. Und spürst dann wie so ein, als hätte dich eine Mücke in den Nacken gestochen. Und dir wird unglaublich schwindelig. Also es geht echt sehr, sehr schnell. Und rums liegst du auf dem Deck. Oh Gott, ich habe erfolgreich den Verrückten davon überzeugt, Nissa zu vergiften. Den Typen, den wir nicht kennen. Ja, er guckt über die Reling runter. Sollte für die nächsten 5-6 Stunden helfen. Hör ich das? Ja. Trinket, was habt ihr gemacht?
Ja, Kiria ist ja seekrank gewesen, deswegen habe ich ihn gefragt, ob er... ich bin Kiria und ich bin nicht seekrank. Ich bin so durcheinander, Entschuldigung. Also Kiria, Nissa ist ja so seekrank und dann habe ich ihn gefragt, ob er ein Beruhigungsmittel hat. Und dann hat er gesagt, ja, hat er und das gibt er ihr. Und dann haben wir gesagt, das macht natürlich erst Sinn, wenn sie oben ist, sonst müsste er sie ja erst da hochziehen, wenn sie beruhigt ist. Und das wäre vielleicht voll stressig für sie, deswegen hat er sie gebeten, nach oben zu gehen und dann hat er ihr das gegeben, denke ich. Sie wird dir dein Hintern, wenn die wach wird, ich wünsche viel Spaß. Aber Kiria, weißt du was, der hat gesagt, wir werfen nachher, wenn wir unterwegs sind, was runter, was explodiert. Wenn du das mit mir gemacht hättest, was du gerade mit Nissa gemacht hättest, hätte ich dich runtergeworfen und dann wärst du unten explodiert. Oh Mist, das war also doch gemein. Ich war mir nicht so ganz sicher. Nein, ich sag nichts. Ich kletter nach oben. Okay. Ja, das ist relativ einfach. Wie geht's ihr? Die liegt da und schläft. Okay, sie schnarcht. Es geht alles in Ordnung. Ja, also sie sieht nicht irgendwie schlecht aus. Die liegt da und ja, tatsächlich schnarcht sie. Sehr laut. Ja. Ich leg sie gemütlich hin. Ja, okay. Sehr schön, da liegt sie nun. Ich habe damit nichts zu tun. Keneri guckt über die Reling. Sie auch? Nein, 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 nein. Dankeschön. Okay. Los nicht. Wir sollten wieder runter. Ich glaube, die brauchen uns. Ja. Aber ich gucke jetzt, wo ich oben bin, gucke ich mal mich hier kurz um. Es ist tatsächlich relativ geräumig. Das ist ein großes Schiff, auf dem jede Menge Platz ist. Von unten siehst du, dass an diesem Sack, das konnte man von ganz unten nicht sehen, aber wenn man auf Deck sieht, sieht man, dass der Sack unten quasi offen ist. Und du siehst in diesem Sack über dem Schiff tatsächlich, also es sieht aus, als wäre da wahnsinnig viel Wind drin. Und dann siehst du zwischendurch so Gestalten so kurz auftauchen und hin und her fliegen. Das ist verrückt. Hoffentlich gehen die nicht mal in Streik, während wir oben sind. Naja, gut. Keine Erfahrung mit Elementaren. Kinari geht an die Strickleiter. Nicht. Laufen. Nicht rund, nicht. Au, 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 au. Ach, verdammt. Jedes Mal. Oh Gott, er ist so dumm. Eieieiei. Ich schau zu Dani. Na, da habt ihr auch einen Spezialisten. Und hacke weiter. Ach, der ist schon okay. Ich glaube, wir haben genug Bäume. Gut. Willst du einen Schluck Bier? Mal was anderes außer dieser Wein, den ihr da habt. Ja, schon. Aber ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Das kommt mir jetzt etwas suspekt vor. Ich gehe mir ein Bier holen. Und ist Bier Alkohol? Das ist überhaupt noch nicht geklärt. Tatsächlich geht er und trinkt dann Wasser. Er hat doch vorhin keinen Wein getrunken, fällt euch dabei auf. Gut. Gut. Ich behende die Leiter wieder runter. Es dauert so 2 Stunden, dann ist dieser Flaschenzug improvisiert. Und ihr schafft es tatsächlich. Erstmal müsst ihr bitte den Elefanten irgendwie auf diese Plattform kriegen. Also was ich nutzen wollen würde, wäre Calm Emotions, um ihn zu beruhigen. Gefühle, das müsste doch eigentlich auf Kreaturen, genau, mitwirken, ne? Ja. Genau. Das müsstest du eigentlich auch auf Tiere machen können. Ja. Also Creatures, genau. Ja. Kreaturen. Ja. Ich gehe vorne zu Trinke, zu Tröd. Und sagt, ah, komm mal, Junge, folg mir mal. Ja, lässt sich dann auch führen. Ja. Allerdings bleibt er dann davor stehen und will nicht in dieses Gatter rein gerade. Mit den Seilen und so viele Menschen und... Tröd, konzentrier dich auf mich. Ich habe hier noch was zu essen für dich. Und ich gehe mit was zu essen schon mal in dieses Ding rein.
Da gibt es doch auch die Fähigkeit, so mit Tieren umgehen. Hast du das? Nö. Nee, ne? Immer Diplomatie. Okay. Warte. Ja. Wäre auch egal. Ist auch egal. Alles klar. Ja. So richtig ist er nicht davon überzeugt. Also 13 habe ich jetzt gewürfelt. Aber. Nein, er ist nicht wirklich davon überzeugt. Ich geh mal zu Tröd. Kraul ihm vorne mal. Kreaturenbezauber geht doch auf Tröd, oder? Ja, natürlich. Ja. Tröd, hör mal. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Gib mir mal den Apfel, Draxa. Hier. Ich reiche den. So, wir zwei machen das jetzt ganz cool. Und ich wirke Kreaturenbezauber auf ihn. Na komm, hol dir den Apfel. Komm. Er kommt tatsächlich hinter dir her. Also ihr merkt, dass... also er legt dann auch so ein bisschen den Rüssel auf deine Schulter. Ja, ich führe ihn so ein bisschen fort. Komm, noch ein paar Schritte. Ich stoße Trinket ein bisschen in die Seite. Ja, sieh mal. Ja, sie mag den Elefanten ja doch. Wurde auch mal Zeit. Und er lässt sich problemlos von dir dahin führen. Super. Ist das eine Kiste? Ist das eine Plattform? Das ist eine Plattform mit so Stricken außenrum. Ich bleibe mit ihm auf der Plattform stehen. Ich wiege nicht im Verhältnis. Ja, ja. Wir zwei machen das jetzt ganz cool. So, jetzt müssten einmal alle auf die andere Seite des Schiffs, die ziehen können. Junge, bleib hier. Ich habe auch gerade überlegt, ob das eine Aufgabe für mich ist. Muss ich eigentlich im Wirkradius bleiben mit Khan Emotions oder sowas? Muss ich tatsächlich da bleiben? Nee, aber tatsächlich ist ja Nissa auch noch bei ihm. Ja. Kiria. Kiria. Nissa schläft. Heute ist durcheinander bei mir im Kopf. Gut, dann mach doch mal eine Stärkeprobe zum Ziehen. 120 Fuß. Ja, 120 Fuß ist weit. Ja. 21. Hervorragend. Du merkst, wie es langsam wackelig wird, Kiria. Und ihr euch langsam, aber sicher mit der ganzen Plattform nach oben bewegt. Prima, machst du das? Der frisst ja auch gerade den Apfel aus deiner Hand. Ja, ich kraule ihn noch. Ein fliegender Elefant. Was ist da schon komisch? Bis heute Morgen wusste ich gar nicht, dass Schiffe fliegen. Jetzt haben wir einen Elefanten drauf. Ist alles normal. Tatsächlich. Reg dich nicht stell auf. Dir vor, er hätte noch größere Ohren. Dann könnte er vielleicht selber. Aber okay. Was dir tatsächlich auffällt, ist, dass er. Du hast dich ja bis jetzt nicht so wirklich mit ihm beschäftigt. Mit Tröd. Ja, weil wir ihn auch bald nicht mehr haben werden. Also wenn du ihn kraulst, merkst du, dass er scheinbar sehr, sehr empfindsam ist. Also viel empfindsamer, als man das denkt bei so einem Dickhäuter. Siehst du, dass so, wenn du ihn am Rüssel kraulst, der hat da so feine Haare auf dem Rüssel, die sich alle so wohlig aufstellen und von ihm kommt so ein... Wo magst du es denn? Ich guck mal, wo er... Wo ist seine Kraulstelle? Tatsächlich rund ums Maul, wo er sehr weiche Haut hat und an den Ohren. Scheint er besonders empfindsam zu sein. Als ihr oben seid, wird die Plattform am Schiff festgemacht und du müsstest Tröd dann noch einmal an Deck führen. Das eine ist mit Nissa verwechselt zu werden, das andere mit dem Elefanten. Na komm, ich nehme wieder am Rüssel. Er lässt sich an Bord führen. Und es tut mir nochmal leid, wir sollten dir das nicht zumuten. Und so werden nacheinander all eure Sachen, die Pferde und auch ihr an Bord gebracht. Und die Peschblütenswoltensprenger nimmt langsam Fahrt auf. Es ist schon etwas sehr Spezielles an Bord dieses Schiffs zu sein, wie es sich dann langsam nach oben bewegt. Es bewegt sich extrem ruhig. Also man hat auch nicht das Gefühl des Anfahrens oder so. Das ganze Schiff bewegt sich super, super ruhig. Nissa. Irgendwie
ist der Boden wackelig. Was ist denn passiert? Warum bin ich ein... Moment! Sind wir in der Nähe? Du stehst tatsächlich gerade, du wirst wach. Und du hörst noch, wie Kenari, also der Isoki, zu Trinket sagt, müsst jetzt gleich mit der Wirkung aufhören. Aber freut mich, dass ich dir behilflich sein konnte. Natürlich. Du miese kleine Ratte! Mit diesen Worten verabschieden wir uns für diesen Spieleabend. Ich finde, das sind wunderschöne Schlussworte gewesen für diesen Abend. Und ich hatte gar nicht klar, wen sie meinte mit der Ratte, ne? Also. Ja. Noch ist es nicht klar. Wir gucken mal, wem sie beim nächsten Mal eins auf die Fresse haut. Das könnten ja, also das wird sie aber vermutlich erst, nachdem wir wieder runter sind vom Schiff. Naja, dem einen, dem anderen oder beiden. Ich hatte sehr viel Spaß heute Abend. Ja. Ihr auch? Ja. Ja. Ich finde es lustig, dass die Leute im Chat tatsächlich die NSC-Gruppe sofort erkannt haben. Ihr auch? Also ich kenne Mathilda nur von Dr. Snuggles und musste doch sehr exakt lachen. Exakt. Das ist die Dr. Snuggles. Ja, es ist die komplette, Miss Nettles ist der englische Name. Ja, Von der Haushälterin von Dr. Snuggles, Fräulein Reinlich. Reinlich, ja. Genau. Kenari, der hier mit Nachnamen auch noch Nabba heißt. Ja. Kenari Nabba ist die Ratte namens Knabber. Knabber. Mhm. Danny ist der Dachs. Ja. Der Dachs mit der Latzhose. Mhm. Cosma ist tatsächlich gibt's die Katze. Diese Cosmo, Katze, die aussieht, als wäre sie immer drauf, ja. Genau, die Weltraumkatze. Mhm. Mathilda Dosenfänger ist der Roboter. Von Dr. Snuggles. Da wusste ich dann. Genau. Ja, das heißt, es ist tatsächlich die, und natürlich Dr. Stagros Nigelius. Ja, Dr. Snuggles. Als Dr. Snuggles. Heute besetzt als Dr. Snuggles. Ha, schön. Manche Leute haben es tatsächlich sofort erkannt. Also Dr. Snuggles und Mathilda hatte ich auch. Sehr schön. Gut. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da wart. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr wiederkommt. Und zwar morgen zur Ivy, die was zu Miniaturen bemalen macht. Und am Freitag habe ich Donnerhaus und den Spielpädagogen hier. Und wir unterhalten uns über das Thema, wie schreibt man eigentlich ein Abenteuer? Und was ist wichtig, wenn man ein Abenteuer auch aufschreibt? Bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann, ich glaube, ein Abo haben inzwischen alle, die hier sind. Aber ihr könnt uns auch ein Abo hier lassen. Oder folgt dem Kanal, wenn ihr es noch nicht tut. Also der ein oder andere folgt vielleicht nicht dem Kanal. Erzählt euren Freunden davon. Erzählt euren Feinden davon. Nein, ach, die Feinde wollen wir nicht haben. Aber wir wollen alle Freunde. Wer weiß. Aber erzählt von mir aus auch Leuten auf der Straße davon. Also selbst wenn ihr sie nicht kennt. Sprecht sie einfach an. Erzählt ihnen von Lurch und Lama. Warum auch nicht? Habt ihr schon von Lurch und Lama gehört? Und dann den Aufkleber. Zack, bumm. Genau, direkt den Aufkleber auf die Stirn. Ja. Bitte nicht auf fremde Autos. Die Aufkleber nicht auf fremde Autos. Und ansonsten schaut doch mal auf patreon.com/lurchundlama. Da findet ihr alle möglichen Informationen zu unserem Patreon. 71 Patreons sind inzwischen schon. Und wenn ihr Patreon seid, guckt mal in euer E-Mail-Postfach. Da sind heute die versandkostenfreien Gutscheine rausgegangen. Und Teil 4 der Kurzgeschichte rund um Sandy Wagner. Der vorletzte Teil übrigens. Einen Teil gibt's noch. So, und nun,
Ja? Die Patreons kriegen auch eine Kleinigkeit von uns jetzt zu ihren Weihnachtspaketen gelegt. Ja, das steht nicht bei den Benefits drin, aber die Patreons bekommen eine Kleinigkeit von uns. Eine kleine, kleine, kleine Kleinigkeit. Weihnachtsbestellung. Also wenn ihr zwischen jetzt und Weihnachten bestellt und Patreon seid, bekommt ihr eine Kleinigkeit, eine kleine Überraschung noch mitgeschickt. Gut, und so verabschieden wir uns von euch mit dem guten, alten, irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Ihr habt euch wohl, inshallah. Macht's gut, habt einen wunderschönen Abend. Liebet und mehret euch. Und spielt Spiele, egal welche. Bis dann. Tschüss.